Wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der einwöchigen Sommerpause. Yay. Und wir fühlen uns voll erholt. Ja, Wahnsinn. Richtig erholt und jetzt am Wegschmelzen. Ja. Yeah. Ja, herzlich willkommen zurück zum Godder Podcast, dem Podcast, bei dem zwei alte, wirklich alte Menschen euch Dinge über einen blauen Igel erzählen, der wirklich, wirklich schnell rennen kann. Genau. Und wohin kann er schnell rennen? Richtig, in den Absturz. Dazu kommen wir heute noch. Wir, das sind einmal der liebe David, a.k.a. Dev. Grüße. Und ich, Ruki, beziehungsweise Steven, also eigentlich umgekehrt, also ihr wisst schon. Ja. Ich bin etwas dahinschmelzend gerade. Ja. Ja, gut. Was ist denn jetzt in der Woche so passiert, David? Also, bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Was ist privat bei dir passiert? Also privat tatsächlich nicht so viel, außer dass mich die Hitze nervt und ich wieder den wunderschönen Winter zurückhaben will. Ich vermisse ihn so sehr. Ich habe mir gerade im Kopf so ganz still dahin gedacht, ich wünschte, der Golf von Mexiko würde einfach aufhören zu fließen, dann hätten wir es hier jetzt gerade schön kalt. Das meine ich natürlich nicht ernst, weil das wäre ziemlich ungünstig für uns. Ja. Wie kann man in der Eiszeit? Aber es wäre dann wirklich schön kühl, das wünsche ich mir gerade. Also jetzt aktuell im Moment, ja, kann ich den Gedanken ein bisschen nachvollziehen. Aber nee, ansonsten, keine Ahnung, man lebt und leidet, sagen wir so. Ja gut, David, du weißt es schon, ich habe ja scheinbar von meinem Festival, dem Hurricane Festival, auf dem ich letzte Woche gewesen bin, ein kleines Geschenk mit nach Hause gebracht, das heißt Corona. Ja, mit einer Schleife drumherum, ja. Aber um die Zuhörenden an dieser Stelle irgendwie, ich sage mal, zu beruhigen, ich habe absolut keine Symptome. Es sind einfach nur Tests von einem bestimmten Hersteller, die sagen, hey, du bist positiv. Und das auch nur mit einem Strich, der so leicht ist, dass ich da eigentlich den hohen Kontrastmodus anstellen müsste, um ihn richtig zu sehen. Ja. Yeah. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe Tests von anderen Herstellern benutzt, die sind negativ. Jetzt am Wochenende kriegt man hier leider keinen PCR-Test bei mir. Heißt, ich schaue, dass ich morgen einen bekomme, direkt am Montag, und dann sehen wir mal. Ja. Mich hat es tatsächlich am Dienstag ordentlich ausgehebelt mit 39 Grad Fieber. Ich habe mich den halben Tag übergeben und alles drum und dran. Aber das scheint ein Sonnenstich gewesen zu sein. Oh, okay, ja. Das kann natürlich auch gut sein bei der Hitze. Weil am Montag hatten wir dann unseren Pavillon natürlich schon abgebaut zur Abreise. Haben dann noch gesessen, mussten dann noch zweimal zum Auto laufen, jeweils 40 Minuten übrigens, hin und dann nochmal zurück. Ja. Yeah. Ich nehme an, das habe ich nicht so gut verkraftet und dann auch noch die Autofahrt zurück mit Sonne von vorne. Nee. Und jetzt trinke ich gerade Eistee und die Eiswürfel, die ich mir da reingepackt habe, die sind schon wieder geschmolzen. Es ist 5 Minuten her, dass ich sie da reingepackt habe. Ja, yeah, ich habe mir gerade vorher ein kaltes Mineralwasser extra aus dem Kühlschrank geholt für den Podcast, damit ich heute versorgt bin, aber das wird auch langsam auch sicher schon warm. Jetzt sprudelt es, aber vor Hitze. Ja, genau. Wird nicht mehr so lange dauern, also mal schauen, wie lange das haltet. Ich habe tatsächlich so eine Haus-, also eigentlich sind es Badelatschen, so aus Schaumstoff hauptsächlich. Ah. Die besitze ich jetzt seit irgendwie 10 Jahren oder so. Die standen leider im Wohnzimmer in der Sonne. Und der Schaumstoff hat sich mittlerweile so krass zusammengezogen. Ich glaube, das Zeug ist geschmolzen. Und ich bin da vorhin hingegangen und dachte mir so, was? Oh, nee. Wie? Oh, und ja, jetzt habe ich keine Hauslatschen mehr. Ja, also stay hydrated, auf jeden Fall. Viel trinken aktuell. Ja, sehr, sehr viel, viel trinken. Und damit meine ich keinen Alkohol. Sei brav, trinkt ganz viel Wasser. Genau. Wasser, Mineralwasser mit Kohlensäure. Ich meine, ihr könnt auch allen möglichen Tee, Eistee, whatever trinken, aber Wasser ist die beste Alternative. Ja, Wasser erfrischt. Und Wasser gibt es auch mit Geschmack. Das trinke ich immer. Ach verdammt, ich habe mir keine neuen Eiswürfel fertig gemacht. Naja, egal. Oh, ne. Die werden inzwischen eh geschmolzen, also whatever. Nein, im Eisfach, dass ich nachher neue habe. Auch geschmolzen. Naja, sie werden noch Wasser wahrscheinlich, weil sie müssen ja erstmal gefrieren. David. Wie gefriert irgendwas bei den Temperaturen? Sogar im Eisfach wird wahrscheinlich alles schmelzen aktuell. Nein. Wir haben einen guten Kühlschrank. Ah, okay.
Ich habe schon überlegt, ob ich einfach, damit ich nicht mehr aufstehen muss, weil das super anstrengend ist bei der Hitze, einfach meinen Xbox-Kühlschrank, der hier neben mir steht, einfach mal anschließe und da meine Getränke kühl stelle. Ja, yeah, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee aktuell. Aber das Zeug zieht halt Strom wie Sau und Strom ist teuer wie Sau. Ja, steht allerdings. Ah. So, was haben wir noch? Ich glaube, wir können mit dem News-Rückblick direkt starten, oder? Ich denke, ja. Yeah. Sonst sollte aktuell nicht so viel aktuell sein. Ein kurzer Disclaimer davor. Wir haben uns jetzt so, dass das die hauptsächlichen News rausgepickt, weil es ist erstens viel zu warm und wir haben zweitens viel zu wenig Zeit, um alle News abzugrasen, die jetzt so in den letzten 2 Wochen passiert sind. Ja, Spoiler, es waren tatsächlich einige. Ja, wer hätte damit nur rechnen können, wenn Sonic Geburtstag hat? Yep. News Nummer 1 abgehakt. Super. Yeah, wow, wir haben es geschafft. Nein, also, wir beginnen jetzt mit unserem News-Rückblick, der nicht komplett vollständig ist, aber das Wesentliche ist enthalten. Genau, die wichtigsten Sachen haben wir uns natürlich rausgesucht. Und danach haben wir natürlich auch noch eine kleine oder nicht so kleine Diskussion für euch, denn Sonic Origins ist rausgekommen. Mhm. Und das ist passiert. Punkt. Ja. Wir gehen mal später genauer darauf ein. Ja. Und dann lief man natürlich wieder von ein paar kleineren, größeren Problemen überschattet. Ja, und die erste News, wie könnte es anders sein, ist der Release von Sonic Origins. Für die, die jetzt nicht wissen, was Sonic Origins ist, das ist eine Collection aus angepassten klassischen Sonic-Titeln, namentlich Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog CD, Sonic the Hedgehog 2 und Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. Und hier dürft ihr alle Spiele in 16:9, sprich ein bisschen remastered, erleben. Der Spin Dash ist in jedem Spiel dabei, auch in Sonic 1. Und der Drop Dash kam jetzt auch gerade für Sonic 1 und Sonic 2 und Sonic 3 und Knuckles und Sonic CD für alle dazu. Warum habe ich sie einzeln aufgezählt? Ja, eigentlich sind es tatsächlich alle hier. Und ja, zusätzlich könnt ihr mit Ausnahme von Sonic CD in jedem Spiel Sonic, Tails und Knuckles spielen. In Sonic CD sind es nur Sonic und Tails. Mhm. Ja, es gibt einen Missionsmodus, es gibt einen Story-Modus, neue Cutscenes, ganz, ganz viel drumherum und das ist teilweise wirklich sehr liebevoll gemacht. Also ich liebe die Cutscenes. Ah ja, die sind so toll animiert. Großes Highlight. Also ich habe zu David am Freitag noch gesagt, der Podcast wird witzig, weil ich kein positives Wort zu Sonic Origins zu verlieren habe. Es hat sich ein bisschen gewandelt, keine Sorge, aber die Cutscenes waren in dieser Aussage nicht mit inbegriffen. Die sind echt grandios. Die sind echt super, ja. Und ja, deswegen, Sonic Origins jetzt verfügbar in der Deluxe Edition für 45€ einzeln, ohne Deluxe Edition, also ohne Deluxe Content. Ich weiß gerade gar nicht, was da alles drin ist im Deluxe Content, für 40€. Und die Vorbesteller-Boni, ich weiß nicht mal mehr, was das war. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich glaube, die Island Tour war Vorbesteller-Boni, oder? Ich glaube, die war in der Deluxe Edition, die Island Tour, tatsächlich. Aber was war's? Vorbesteller-Boni waren, glaube ich, Münzen. Also, dass man halt ein paar Münzen schon im Vorfeld kriegt und noch irgendwas, was ich jetzt auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm habe. Okay. Wir könnten, auf der Website müsste das eigentlich noch aufgestellt sein, glaube ich. Vielleicht, dass der Mirror-Mode von Anfang an frei war? Ah, oh, genau, stimmt, das auch. Also aber die, die man sich freischalten muss, üblicherweise, die waren schon von Anfang an damit dabei. Aber das war auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Ich dachte, der Mirror-Mode ist im normalen Basisspiel dann gar nicht mit drin, sondern quasi nur für Vorbesteller. Aber nee, er ist einfach nur früher freigeschaltet. Genau, ja, muss ihn nicht, nicht extra freischalten. Finde ich fair, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ja, greift zu, solange es heiß ist, wenn oder nachdem ihr euch unsere Diskussion angehört habt, weil es gibt einige Punkte zu erwähnen zu Sonic Origins, die wir jetzt nicht alle im News-Rückblick aufzählen möchten. Ja, natürlich. Deswegen hört euch unsere Diskussion am Ende der Folge an. Timestamp ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr auch von mir aus direkt dahin springen und müsst nicht noch die ganzen News ertragen, die ihr vielleicht vermutlich unter Umständen eh schon kennt. Mal schauen. Und wir machen an der Stelle erst einmal weiter mit Sonic Frontiers. Genau. Wir springen in Richtung des neuen Sonic-Hauptspieles, das ja auch im Laufe dieses Jahres noch rauskommen soll. Und zwar, wir haben ja die letzten Podcasts über schon so ein bisschen über Frontiers diskutiert, auch über das Gameplay, was von IGN gezeigt worden ist und dass dieses Gameplay so ein bisschen underwhelming war, unter Anführungszeichen. Also nicht wirklich so viel die Fans so stark gehypt hat.
Und ich schätze mal, als Reaktion darauf hat Sega jetzt vor guten 2 Wochen, also es war kurz bevor unser letzter Podcast, oder kurz nachdem unser letzter Podcast rausgekommen ist, nochmal ein bisschen mehr Gameplay zu Sonic Frontiers nachgereicht. Und besagtes Gameplay sieht tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Also ein bisschen, ja, es beschreibt das Spiel ein bisschen besser, es macht einen besseren Eindruck zum Spiel. Und es hat so ein bisschen meine Hoffnungen auf Sonic Frontiers, keine Ahnung, erhöht, könnte man sagen. Einfach, weil es allgemein ein bisschen besserer Ersteindruck war. Aber ja, in diesem Gameplay sieht man einfach unter anderem ein paar Kämpfe, also wie Sonic ein paar der mechanischen Mini-Bosse bekämpft. Also ich gehe mal davon aus, das sind so Mini-Bosse, die man im Rahmen dieser World, im Rahmen der World Map da finden kann und dann besiegen kann. Und einmal ist es so ein humanoider Gegner und einmal ist es so eine Art Riesentotem-Gegner. Der hat tatsächlich recht witzig ausgesehen. Und zeigt das Kampfsystem relativ gut nochmal und zeigt das Kampfsystem auf jeden Fall auch dynamischer, als es damals bei dem IGN-Kampfsystem der Fall war, was vor einer Woche früher gezeigt worden ist. Und ebenfalls sieht man natürlich noch ein bisschen die Erkundung der Hauptwelt, ein paar der Rätsel, die gelöst werden. Und auch da sieht alles schon ein bisschen ansprechender aus, vor allem auch, weil sich die Grafik und die Animationsqualität im Vergleich zur IGN-Footage doch nochmal ein bisschen verbessert hat und dadurch im Grunde bestätigt wurde, dass der IGN-Bild veraltet zu sein scheint, also nicht ganz auf dem aktuellen Stand ist. Aber warum nimmt man es dann, um das zu zeigen? Das ist der Part, den ich nicht verstehe. Hätte Sega irgendwie Sonic Frontiers mit dieser Präsentation vorgestellt, mit diesen Clips, die sie jetzt dann veröffentlicht und geteilt haben, dann wäre der Ersteindruck um einiges besser ausgefallen. Also da gehe ich stark davon aus, dass die Meinungen der Fans und die Meinungen auch der Allgemeinheit um einiges positiver ausgefallen werden als das, was letztendlich bei IGN gezeigt worden ist, was leider nicht ganz so stark eingeschlagen hat. Aber nee, ist auf jeden Fall ziemlich interessantes Gameplay. Im Newsartikel, den ich geschrieben habe, da habe ich auch ein Video reingestellt, wo all diese Gameplay-Clips direkt hintereinander gezeigt werden. Und ja, also mir hat dieses Gameplay durchaus ein bisschen geholfen, meine Hype-Level wieder ein bisschen nach oben zu schieben. Also ich bin immer noch ganz, ganz, ganz stark vorsichtig optimistisch. Aber es sieht schon durchaus besser aus als das, was wir vorher gesehen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem Spiel seinen Spaß haben sollte, wenn jetzt nicht irgendwie der Rest, den wir nicht gesehen haben, komplett in sich zusammenfällt. Kann natürlich auch sein. Naja, ich sag's mal so. Wir haben auch gedacht, sie können es nicht schaffen, eine Collection zu versauen. Ja, eben. Also bei Sonic Team kann man leider nie wissen, nach wie vor. Deswegen drücke ich einfach mal sehr stark die Daumen, aber jetzt bin ich schon sehr gespannt auf weitere Infos und weiteres Gameplay vor allem. Allerdings, seit diesem Gameplay haben wir bis dato jetzt letzte 2 Wochen über nichts Neues mehr gesehen vom Spiel. Zumindest auf offizieller Seite. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch mal ein bisschen was nachgereicht wird. Ein großes Fragezeichen verbleibe ich aktuell noch zu Sonic Frontiers. Nämlich diese Sonic-mäßigen Level, die bis jetzt nur in Previews erwähnt worden sind, die sich relativ linear spielen wie ein reguläres Sonic-Level. Und die würde ich tatsächlich ganz gern mal näher anschauen, aber bis dato leider noch kein Gameplay davon gesehen. Ja, mal gucken, vielleicht zu Gamescom. Ja, mal schauen, ne? Oder vielleicht, der Juni ist theoretisch noch nicht vorbei, vielleicht hat IGN noch eine letzte Überraschung für uns parat. Kann theoretisch auch sein. Wird man rausfinden, ja. Aber erstmal machen wir weiter mit der nächsten News. Und hier geht es um ein Interview mit dem Director von Sonic Frontiers, Morio Kishimoto. Mhm. Und der hat ein bisschen über die Länge des Spiels gesprochen und wie der Schwierigkeitsgrad so sein wird. Ja. Er hat hier in dem Interview bestätigt, dass das Spiel 20 bis 30 Stunden lang sein wird. Uff, das ist eine ordentliche Länge. Wenn man das Spiel komplettieren möchte, also die 100%, sollte man doppelt so viel Zeit einplanen. Mhm. Und ja, außerdem, der Schwierigkeitsgrad wird sich anders gestalten als in vorherigen Sonic-Spielen, weil vorher war es so, dass es halt ja nach und nach schwieriger wurde mit jedem Level, sodass Spieler halt irgendwie eine Lernkurve haben. Und ja, das ist jetzt wie soll ich das sagen? Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Das ist die Hitze, David. Ja, yeah, Die Konzentration und die Denkfähigkeit sind sehr stark eingeschränkt bei uns. Bitte seht das uns noch. Also im Prinzip
So wie er es sagt, klingt es, als gäbe es keine Schwierigkeit, keine Lernkurve, keine Schwierigkeitskurve in dem Sinne mehr, weil es hier geschafft wurde, von Anfang bis Ende ein gutes Geschwindigkeitsgefühl zu vermitteln und mit dem idealen Level-Design für Sonic. Mhm. So wird es formuliert. Ja. Also ich habe jetzt ein paar Anmerkungen noch zu dieser News. Erstens, uns wurde damals zu Sonic Colors versprochen, dass es 20 Stunden lang ist. Ja, was das angeht, nicht ganz. Nicht im Ansatz. Ja, das sind vielleicht so 10 Stunden, kann man da vielleicht noch überwegrechnen. Also 10 Stunden, wenn du die 100% machst, die 100% mit ein bisschen Fantasie, ja. Dann, ich weiß nicht, die Schwierigkeitskurve in früheren Sonic-Spielen, so in den letzten Sonic-Spielen, welche Schwierigkeitskurve? Ja, nee. Also in dem Moment, wo die Leben irgendwie abgeschafft worden sind mit Sonic Forces rum, war die Schwierigkeitskurve so ein bisschen nicht existent. Also das Schwierigste an Sonic Forces war das Autoscroller-Level und das einfach nur, weil ich ständig zu schnell war. Ja, und keinen Bock hatte zu warten. Weil man zu sehr gerusht hat, ja. Also ich bin unsicher, wie diese Aussage zu bewerten ist. Also das mit die 20 bis 30 Stunden, glaube ich, für den Titel wie Sonic Frontiers eher, als ich es jetzt irgendwie für ein lineares Sonic-Spiel glauben würde. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass diese Zahl so ein bisschen nach oben gepusht worden ist, einfach damit es besser aussieht. Das haben wir schon vorher mit Sonic-Spielen gehabt und Frontiers kann ich mir gut vorstellen, dass es auch keine Ausnahme ist, wenn man jetzt einfach nur durch die Story durchzieht, dass man da in 5 bis 10 Stunden wahrscheinlich durch ist. Jetzt muss man natürlich betrachten, es gibt Spieler, die, ja, keine Ahnung, seit Jahrzehnten Sonic spielen, so wie uns beispielsweise. Wir rennen halt auch durch den Sonic Unleashed in 5 Stunden durch. Yep. Während Spieler, die jetzt weniger erfahren sind, vielleicht mit Sonic nicht so viel zu tun haben, vielleicht generell mit Videospielen ebenso keine Core-Gamer sind, sondern, ja, keine Ahnung, Gelegenheitsspieler, Casual-Spieler, das ist ja alles fein. Die werden, denke ich, dann ein bisschen länger brauchen. Und ich glaube, man betrachtet eher die als Zielgruppe bei dieser Aussage, würde ich schätzen. Wahrscheinlich, ja. Gehe ich jetzt eher auch davon aus. Also die Veteranen werden da sicher um einiges schneller mit dem Gameplay klarkommen und dementsprechend um einiges schneller durch die ganze Open World rasen und dann die Sonic-Level, die dann zur Verfügung stehen, als es jetzt irgendwie Neueinsteiger machen werden. Und mit Veteranen-Core-Gamer meinen wir übrigens keine Speedrunner, sondern einfach Leute, die mit diesem Franchise unheimlich viel Erfahrung haben, super viele Spiele gespielt haben und ja, das halt. Genau. Die einfach mehr oder weniger wissen, wie man jetzt ein Sonic-Spiel ideal spielen sollte. Nämlich ständig den Knopf gedrückt halten und einfach durchzischen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch, aber mal schauen. Ich denke schon, dass Sonic Frontiers durchaus um einiges mehr Content haben wird, jetzt, wie jetzt ein Sonic Forces noch. Aber ob das jetzt... Naja, weniger ist auch schwierig. Eben, ja, das ist nebenbei. Also wir kommen von einem der allerkürzesten Sonic-Spiele zu potenziell einem der allerlängsten, je nachdem. Also auch eine interessante Fortführung. Aber ja, mal schauen. Ich denke schon, dass ein bisschen was zu tun sein wird in Frontiers. Aber ob es jetzt wirklich in Richtung 20, 30 Stunden geht, das halte ich jetzt für ein bisschen zu optimistisch. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch eine super lange Story, über die man dann natürlich auch noch viel diskutieren kann. Aber erstmal haben wir da ja ein paar Einblicke bekommen. Ja, yep, genau. Und darum geht jetzt auch die nächste News, nämlich IGN hat, wie gesagt, schon Gameplay zu Sonic Frontiers gezeigt, aber was sie jetzt in den letzten Wochen über gezeigt haben, waren eben auch diese Interviews, so verschiedene Interviews, unter anderem auch mit Takashi Iizuka, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon erwähnt. Und jetzt ist auch ein Interview im Grunde mit dem Schreiber des Spiels, nämlich Ian Flynn, mit dabei. IGN hat das gepostet ungefähr vor einer Woche eigentlich, das war auch relativ nah an Sonics Geburtstag, soweit ich weiß. Genau, das war sogar am 22. Juni. Und ja, da haben sie im Grunde ein Interview mit Ian Flynn gemacht, der, wie gesagt, das Spiel schreibt. In welchen Ausmaß er es jetzt genau schreibt, ist noch ein bisschen unklar. Also ich glaube, die Implikation, die ich auch von früheren Interviews mit Takashi Iizuka so rausgelesen habe, ist, dass Ian Flynn hauptsächlich für die Dialoge zuständig ist, während Sonic Team jetzt im Grunde das ganze Setting einfach bietet und Ian Flynn da jetzt im Grunde darum ein bisschen herumschreibt mit allem. Yay. Also ja, er scheint nicht die hundertprozentige Kontrolle über die Story zu haben, was ich mir jetzt so ein bisschen erhofft habe, aber hoffentlich genug Kontrolle, dass man seinen wirklich guten Schreibstil
und seine durchgedrungenen Charakterinteraktionen, dass die im Spiel so ein bisschen zum Vorschein kommen. Ja, was bringt denn das, wenn die Story trotzdem kacke ist? Ich meine, ja, natürlich. Aber es sind, also, selbst wenn die Story jetzt irgendwie nicht gut ist oder Müll ist, je nachdem, ist es trotzdem schon unterhaltsam, wenn die Charakterinteraktionen zwischen Sonic und seinen Freunden oder zwischen Sonic und Eggman selbst unterhaltsam geschrieben sind. Das wird schon ein bisschen was aufwerten. Natürlich nicht retten, aber es wäre zumindest ein kleiner Lichtblick. Nichts hieran macht Spaß, Vector. Deswegen nennt man es Krieg. Ja. Yeah. Also ich hoffe mal, solche Negativbeispiele aus Sonic Forces bleiben uns eher erspart. Aber ja, IGN hat sich, wie gesagt, mit Ian Flynn ein bisschen zusammengesessen und sie haben ein bisschen über die Story von Sonic Frontiers geplaudert, wie die Story oder welche Vibes die Story jetzt auch im Grunde ausstrahlen soll. Und dabei ist im Grunde rausgekommen, die Story soll so ein bisschen einen melancholischen Touch haben. Also sich doch vom rechtlichen, von der rechtlichen Sonic-Franchise so ein bisschen abheben und einfach so ein melancholisches Gefühl geben. Und die hauptsächliche Frage, die man sich als Spieler dann letztendlich stellt, ist einfach, was hat das jetzt mit den Starfall Islands auf sich? Und wie kann man jetzt Sonics Freunde retten? Und wie ist das jetzt alles miteinander verbunden? Also die Story soll scheinbar anfangs durchaus einige Fragezeichen offen lassen, die man als Spieler dann langsam aber sicher im Laufe des Spiels dann enthüllen kann. Und ja, es ist, Ian Flynn ist dann witzigerweise auch nebenbei noch gefragt worden, für welchen Sonic-Charakter er am allerliebsten schreibt, ganz egal, ob jetzt an Comics oder Videospiele. Und er hat tatsächlich gesagt, Dr. Eggman. Er schreibt Dr. Eggman extrem gern, weil Eggman kann er einfach ziemlich überdramatisch und, keine Ahnung, sehr bombastisch schreiben. Und das scheint ihm zu gefallen. Das merkt man auch in den Comics sehr stark. Und dann merkt er auch an, dass er den Charakter oder das Team diesen Charakter als Eggman in Sonic Frontiers auch in eine sehr interessante Richtung bringen kann. Also vielleicht erwartet uns für Eggman da auch irgendwas Neues. Und ja, das einmal bis jetzt zur Story. Es ist, wie gesagt, das Spiel startet ja, wie gesagt, schon damit, dass eben Sonic, Tails und Amy von so einem Portal, von einem Wurmloch verschluckt werden und Sonic dann irgendwie alleine auf den Starfall Islands auftaucht und seine Freunde erstmal finden muss und die ganze Gegend erkunden muss. Und ja, scheinbar wirkt diese Sonic-Story jetzt so ein bisschen einfach melancholischer. Bisschen, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Alternativwort dafür ein. Bisschen einfach traurig. Trauriger vielleicht. Ja, yeah, also nicht so over the top und peppig, wie man es jetzt von der Sonic-Franchise eventuell gewohnt ist, stellenweise. Over the top. Sonic was tortured for months. So eine Sache zum Beispiel, ja. Yeah. Oh, ne. Wenn ich aber über Sonic Forces Story reden, das ist besser. Ja, yeah, also ich. Naja, wenigstens bist du irgendein Sonic. Ja, geil, Sonic. Du bist zwar nicht mein bester Freund, der mich das ganze Leben lang begleitet hat, aber du bist irgendein Sonic. Das ist gut genug. Oh, es gibt so viele schöne Zitate aus Sonic Forces. Ja, also die Story von Sonic Forces kann man wirklich stundenlang durch den Dreck ziehen mit irgendeinem Beispiel. Was beeindruckend ist, weil die Story an sich ist wirklich nur eine halbe Stunde lang, wenn überhaupt. Aber ja, also ich für meinen Teil bin interessiert auf jeden Fall. Ich will mir jetzt noch keinen endgültigen Eindruck machen, ob Melancholie jetzt wirklich ein idealer Vibe für eine Franchise wie Sonic ist, in meinen Augen. Aber es kann mit der richtigen Umsetzung, würde ich behaupten, funktionieren. Und ich hoffe mal, die Umsetzung, zumindest storytechnisch, ist halbwegs gut. Das hängt für mich sehr stark davon ab, wie viele Freiheiten Ian Flynn jetzt beim Writing im Grunde gelassen worden sind. Weil im Storytelling von Sonic Team habe ich leider nicht mehr ganz so große Hoffnungen nach Sonic Forces. Aber wer weiß, könnten auch bei Sonic Team intern jetzt irgendwie neue Writer beteiligt sein. Jetzt werden wir den News-Rückblick einmal kurz unterbrechen. Oho. Weil David und ich, wir haben noch was zu klären. Oh nein. Oh nein. Können wir das nicht mit Sonic Origins machen? Weil nein, es ist mir gerade eingefallen, ich wollte es eigentlich am Anfang der Folge schon machen, hab's dann aber vergessen. Wir hatten ja in der letzten Folge einen großen Streit, ob es jetzt Hydrocity oder Hydro City ist. Sonic Origins ist mittlerweile herausgekommen. Und wie heißt die Zone wohl im Spielmenü, also beispielsweise in der Soundtrackliste? Hydro City Zone. Ja, das kann ich nicht akzeptieren, persönlich. Tut mir leid. David, wie viel brauchst du noch? Ich meine, es wurde damals zusammengeschrieben, weil kein Platz da war, um es auseinanderzuschreiben. Oh, nö.
Akzeptier es. Nein, ich kann nicht. Ich will nicht. Hydro City klingt so langweilig im Vergleich zu Hydro City. Das klingt nicht langweiliger. Doch. Hydro City ist ein eigenes Wort. Ein eigenes Wort, das extra für Sonic 3 erfunden worden ist. Du bist ein eigenes Wort. Das ist so cool. Hydro City ist eine Stadt Wasser. Voller Wasser. Ja, yeah, langweilig. Ja, aber das ist ein Problem der Zone und kein Problem des Namens. Der Name ist langweilig. Nee, du bist langweilig. Viel bessere Alternative mit Hydro City hätte. Sowohl in Sonic Mania als auch hier wird es als im Soundtrack als Hydro City bezeichnet. Ja. Yeah. Lebt damit. Werde ich wissen, ja. Ich meine, es ist letztendlich Word of God, aber... Ich habe recht, du nicht. Ja. Sag es. Nein, niemals. Sag es. Es ist Hydro City. In meinem Herzen ist es Hydro City. Und das ist alles, das damit zählt. Sprich es aus. Nope. Sprich niemals. Es aus, oder wir machen nie wieder den Podcast zusammen. Diese Wortfolge wird nicht über meinen Mund kommen. Ich weigere mich. David? Wir brechen die Folge jetzt ab, wenn du es nicht sagst. Nee. Doch. Du kannst mich nicht zwingen. Ich kann die Folge einfach abbrechen. Kannst du, aber das wäre schade für unsere ganzen Zuhörer. Ja, aber die können an dir die Schuld geben. Weil du dich weigerst, die Wahrheit zu akzeptieren. Okay. Hydro City scheint der offizielle Name zu sein. Aber ich akzeptiere es nicht. Dann. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ah, schön, jetzt haben wir diese Debatte endlich geklärt. Schön, ja. Und unsere Freundschaft ist nur ganz leicht geschädigt worden. Welche Freundschaft? Oh, ja, stimmt. Oh, die wir den Leuten immer vorgaukeln. Ah, genau. Für den Podcast, weil... Ganz vergessen. Das sollte ich wohl rausschneiden. Ja, genau. Und ganz wichtig, darfst du ja nicht vergessen. Bitte dran denken. Mach dir jetzt eine Notiz, dass das auf jeden Fall rausgeschnitten wird. Nein, ich habe das im Kopf. Ich vergesse das nicht. Okay, gut. So schwer das Geheimnis. Du kennst mich doch, ich vergesse nie etwas. Ja. So schwer, wie zum Beispiel Fasti zu schreiben, ob er mit in der Folge sein möchte. Gut, machen wir erstmal weiter mit dem News-Rückblick, denn wir haben noch ein bisschen. Deswegen werden wir uns jetzt auch ein bisschen ranhalten, weil wir haben auch noch eine Diskussion und ich möchte keine 2-Stunden-Folge. Ja, ganz ehrlich, was wir möchten und was letztendlich passiert. David, mach weiter. Los. Leider. Oh ja, wir machen weiter. Und die nächste News ist tatsächlich eine ziemlich erfreuliche News für die Sonic the Hedgehog Franchise als auch für unsere Fanseite Spindash. Nämlich am 23. Juni haben wir tatsächlich einen Doppelgeburtstag feiern können. Sonic the Hedgehog ist am 23. Juni 2022 31 Jahre geworden und Spindash hat ein kleines Jubiläum feiern können. Wir wurden nämlich 15. 2007 am 23. Juni ist auch unsere Fanseite erstmal ans weltweite Netz gegangen. Das heißt, freut euch auf den Release von Spindash 2006. Genau, yeah. Also wir werden unsere Website jetzt nochmal launchen. Also wir machen einen kompletten Relaunch von der Website. Nur das, was da ist, ist komplett zerbrochen und buggy. Das Writing ist grauenhaft, also wir sind sehr regressiert in unserer... Aber wo ist der Unterschied zu jetzt? Oh, stimmt. Oh nein. Unsere Seite ist tatsächlich schon broken. Oh nö. Zusätzlich dürft ihr euch aber auch freuen auf Spindash Riders, Spindash Rivals, das ist die Hydro City und Hydrocity Diskussion gewesen. Mhm. Und nicht zu vergessen, ich hoffe, ich vertausche da gerade kein Datum, aber Dark Dash. Ich denke? Shadow the Hedgehog kam doch 2006, oder? Nee, das war 2005 zusammen mit Sonic Rush. Verdammt! Ja, das war ein Jahr vor 06. Ja, das kam ja letztes Jahr. Genau, das ist letztes Jahr schon dran. Das war ja das dunkle Spindash-Jahr, in dem nur 2 Leute auf der Seite News geschrieben haben. Ja. Yeah. Das eine dunkle Jahr. Genau, definitiv eines. Definitiv nicht fortführend, die aktuelle Situation. So, weiter. Oh ja, also Happy Birthday Sonic, Happy Birthday auch an uns, I guess, wenn man sich selbst gratulieren darf dazu. Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. 15 Jahre schon. Wobei, ich war jetzt nicht alle 15 Jahre tatsächlich dabei. Ich bin wahrscheinlich irgendwann so vor 12 Jahren wahrscheinlich. Auch schon lang genug. Ich glaube, ich bin 2008 der Community beigetreten und ich weiß, dass ich kurz vor Sonic Generations, vom Release von Sonic Generations,
da standen wir auch kurz vor dem Relaunch der Seite und ich habe die ganzen News noch nachgetragen. Kurz davor bin ich ins Redaktionsteam gekommen. Ja, yeah, bei mir war es kurz vor Sonic Lost World, dass ich jetzt wirklich im Redaktionsteam dabei war und vorher war ich halt schon ein paar Jahre lang Community-Mitglied im Forum. Ja, und seit 10 Jahren leiten wir das Ding. Ja, yep, seit 10 Jahren leiten wir es eigentlich schon. Und haben es gut runtergewirtschaftet, würde ich sagen. Haben wir toll hingekriegt. Hey, die Seite existiert noch, das ist was Gutes. Ich weiß auch nicht, ob das Runterwirtschaften wirklich unsere Schuld ist oder die Schuld davon, dass Sonic einfach keine Relevanz in Deutschland mehr hat, scheinbar. Hey, es ist die Schuld von Social Media. Social Media hat uns alles zerstört. Facebook und Co. haben alles ruiniert, was wir uns aufgebaut haben. Facebook? Okay, Opa, willst du nicht langsam schlafen gehen? Oder? Ich meine, damals war es so. Also, vorher News-Seiten sind ziemlich stark von Social Media-Seiten untergraben worden, tatsächlich. Weil bei Social Media hat man halt die ganzen News und alles so, super schnell auf einen Blick. Man kann sich seine eigenen Pages im Grunde favorisieren und hat dann im Grunde alles schön auf einen Blick aufgestellt. Das ist schon. Folgt uns jetzt auf unserem neuen TikTok-Channel. Genau! Ja, wir sollten auch langsam ins Social Media einsteigen, anstatt stattdessen unseren Facebook-Account einfach zu löschen. Hust, hust. Hey, wir sind auf Twitter und ich poste da manchmal. Stimmt. Und unser Podcast ist zumindest auch auf YouTube, also 2 Sparten sind abgedeckt. Und auf Instagram. Und sogar auf Instagram, nice. Ja, aber da habe ich genauso wie die News auf der Hauptseite den Podcast etwas vernachlässigt in letzter Zeit. Ah, okay. Aus Zeitgründen. Es fehlen, glaube ich, die letzten 6 oder 7 Folgen. Mhm. Ups. Welp. Entschuldigung. Machen wir weiter. Oh je, die Seite läuft noch. 15. Geburtstag. Danke nochmal an all unsere Leser und all unsere Community-Mitglieder, auch die auf Discord fleißig aktiv sind und posten, weil ohne euch wäre das Ganze nicht möglich, dass wir nach wie vor 15 Jahre später noch über Sonic the Hedgehog schreiben können. Es wäre schon möglich, es hätte nur überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Eben. Also ja, vielen Dank für die anhaltende Treue und ich hoffe mal, die Treue bleibt noch bestehen im Laufe der weiteren Jahre, die wir definitiv vorhaben, Spinish weiterzuführen. Und falls ihr keine Ahnung habt, was Spindash überhaupt ist, das ist die Website zu diesem Podcast, www.spindash.de. Genau. Schaut vielleicht gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Ja, wir geben uns sehr müde, zumindest die News aktuell zu halten. Ja, so die wichtigen News. Ja, die wichtigsten natürlich. Wir sind die für Deutschland relevanten News, sagen wir es so. Wir sind nur zu zweit, wir können jetzt nicht jede Kleinigkeit behandeln. Da fehlt uns schlicht und einfach die Zeit, aber zumindest die wichtigen Sachen versuchen wir schon nach wie vor auf der Seite so aufzustellen. Also mir bedeutet das auch einfach unheimlich viel, dass dieses Projekt noch läuft. Ja, yep, gleichfalls. Weil es ist nicht immer einfach, nope. Muss man dazu sagen. Gerade jetzt, wo wir beide im Arbeitsleben fest eingespannt sind. Mhm. Wir finanzieren das ganze Ding aus eigener Tasche. Dafür gibt es auch keine Werbung. Dafür ist die Seite halt auch mega langsam. Ja, yeah, da müssen wir mal irgendwann eine Lösung dafür finden. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, aber auch natürlich an Spark, der uns das ganze Hosting bereitstellt und an Timewalker, der die administrative Seite immer noch ein bisschen im Blick hat und sich darum kümmert, wenn die Website mal brennt, versucht er den Brand so schnell wie es geht zu löschen. Genau, ja. Und danke natürlich auch an unser Moderationsteam auf dem Discord-Server. Genau. Die Community so ein bisschen gut im Auge behalten, ist natürlich nicht nötig. Wir haben eine wirklich sehr brave Community auf Discord, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Meistens. Ja, also wirklich. Es ist selten, dass man irgendwie mal merkt, dass Mods irgendwie eingreifen müssen in Diskussionen. Und ja, eigentlich vielen Dank an alle, dass ihr halt immer noch da seid. Wir versuchen auch da zu bleiben, solange es geht. Ja. Solange es geht, ja. Aktuell geht's noch. Und jetzt kommt ja erstmal Spindash 2006 und irgendwann kommt dann der Punkt, dann kommt Spindash Unleashed. Ah, ja. Yeah. Und dann wird es erst richtig geil. Ja, das ist unsere hohe Phase. Das wird ja, dann löschen wir aber, also kurz danach löschen wir alle Newsartikel von der Seite und fangen mit Spindash Colors neu an. Genau, ja. Da geht es nochmal von vorne los. Alles andere wird im Grunde aus den Läden rausgeworfen. Dann werden die Newsartikel kürzer, die Qualität besser, aber man merkt eigentlich, dass wir nicht mehr so richtig wissen, was wir mit der Seite anfangen sollen. Genau, ja, das ist sehr gut geschrieben. Aber Classic Spindash wird dann seine große Rückkehr feiern. Das heißt,
irgendeiner unserer alten Schreiber wird zurückkommen. Mal gucken, wer das sein wird. Ja. Und das wird dann die große Reunion. Ja, genau. Das große Jubiläumsevent dann zum 20. 20. Ja, jetzt habe ich echt kurz nachdenken müssen. Wait, ist es echt der 20. Ist Generations echt schon über 10 Jahre alt? Yep. Ist es. Ja, und irgendwann kommen wir dann zu Spindash Boom, unserer Unterseite, bei der es sich um Schuhe drehen wird. Also genau. Nur um Sonic Schuhe. Ausschließlich Schuhe. Das ist voll das gute Marktkonzept. Genau. Ich glaube, wir sollten langsam mit dem News-Rückblick weitermachen, oder? Kann sein, aber der Gag ist gut. Aber so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und sowas. Es muss schon sein, bei 15 Jahren. Ja. Das ist halt eine Zeit. Das ist eine Zeit, vor allem, wie gesagt, in dem flüchtigen Internet, wo irgendwie Sachen, Franchises und alles mögliche so ziemlich kommen und gehen. Vor allem der Podcast läuft ja jetzt auch schon seit fast 3 Jahren. Yep. Das ist krass. Das ist krass. Mhm. Und was auch krass ist, ist das neue Event in Sonic Forces Mobile. Haha. Denn das neue Event heißt Macht des Emeralds und ist ein weiteres Sonic Movie Event. Mhm. Dieses Mal aber mit Film Super Sonic. Sprich, neben dem normalen Super Sonic gibt es jetzt auch Film Super Sonic. Und der kann eigentlich nichts anderes als Film Sonic, außer sein Boost sind jetzt halt die Chaos Emeralds und er ist dann Super Sonic. Oh, natürlich, ja. Ja, also wird er jetzt gerne euphorischer drüber sprechen, aber vielmehr ist es halt am Ende nicht als Charakter. Ich habe ihn selbst jetzt noch nicht freigeschaltet, weil ich habe keinen Bock, meine ganzen roten Sternringe da rein zu pfeffern, um das Ding freizuschalten. Ich habe ihn fast. Entsprechend habe ich ihn auch noch nicht ausprobiert. Es gibt aber ein Video von YouTuber Sonic Windlow, der ihn schon etwas früher spielen durfte von Sega Hardlight, hat er ihn bekommen und hat das natürlich ein bisschen geshowcased. Das Video findet ihr in unserem Artikel und das Event läuft bis zum 5.7. Freischalten könnt ihr ihn wie üblich einfach durch Missionsabschluss, wo ihr dann eine Truhe erhaltet, in der Charakterkarten drin sind und zusätzlich die Ringe. Oder waren die Ringe in den Truhen drin oder waren sie, egal. Ihr kriegt auf jeden Fall auch viele Ringe in diesem Event. Okay, ja. Yeah. Und um dem Event einen kleinen Schub zu verpassen, gab es auch Tickets für Gruppenmatches, die Sega Hardlight verschenkt hat. Das heißt, ihr könnt dann in diesen Gruppenmatches private Lobbys erstellen und dort mit euren Kontrahenten um die Wette eifern. Mhm. Wie gesagt, bis zum 5.7. läuft das Event noch. Bis dahin habt ihr die Chance, Film Super Sonic freizuschalten. Das sollte ausreichend Zeit sein. Und alle 24 Stunden gibt es auch noch eine kostenlose Bonusbox. Und ja, soweit zu diesem Event. Das gleiche Event gibt es aber auch in Sonic Dash. Natürlich. Dort reicht es aber, 250 Charaktertokens auf der Strecke zu sammeln. Das Event dauert noch bis zum Donnerstag, sprich bis zum 30. Juni. Und dürfte, ich glaube, um 13 Uhr enden. Und die 250 Tokens sind relativ schnell gesammelt. Dieses Mal habe ich es aber auch gemacht, dass ich mal mir ausgerechnet habe, wie viele Ringe man benötigt, um den Charakter komplett aufzuleveln. Es sind 221.500 Ringe. Ja, das weiterhin. Ist eine Menge. Wow. Ja, wenn man so viel spielt wie ich, ist das gar nicht mehr so viel. Okay, ja. Außerdem gibt es noch das übliche Geburtstagsevent, wo ihr auf der Strecke 4 Geburtstagsitems einsammeln könnt. Und damit könnt ihr, sofern ihr ihn noch nicht habt, Classic Sonic freischalten oder aber eine Auswahl von anderen Preisen, wie beispielsweise Gems, roten Sternring, normalen Ring, etc. etc. Also habt ihr auch in Sonic Dash wieder ausreichend zu tun. Ja, okay, sehr cool. Und das war's mit unseren Mobile News. Und die Film News gehen aber weiter. Ganz genau. Und zwar gibt es noch eine nette kleine News zum Sonic Movie 2. Ich kann leider die Stimme nicht so gut verzehren wie du in der Hinsicht, sorry. Der Sonic Movie 2. Ganz genau, danke, auf das habe ich gewartet. Oh ja, es gibt noch eine kleine News. Ja, yeah, stimmt. War irgendwie mal ein Ding, dann irgendwie nicht mehr, aber sollte ein Ding werden. Voll ja, mit Corona hörte das, glaube ich, auf, weil ich so schon kaum sprechen konnte. Ah, das macht tatsächlich Sinn, ja. Ups. Oh ja, es gibt eine Kleinigkeit, wie gesagt, zum Sonic the Hedgehog 2 Film. Und zwar, wir haben vor ein paar Wochen ja schon darüber berichtet, dass der Film jetzt digital zum Kauf erhältlich ist bei verschiedenen Plattformen.
Zum Beispiel bei Amazon Prime, Google Play, Apple TV, YouTube, etc. etc. Und jetzt ist im Nachhinein auch nochmal die Möglichkeit hinzugefügt worden, bei so ziemlich den meisten, wenn nicht gar all diesen Plattformen, sich den Film einfach auszuleihen. Das geht ab dem 24. Juni und man kann sich den Film für einen vergleichsweise geringeren Preis einfach temporär ausleihen, kann sich dann einmal anschauen und der Film geht dann im Grunde, also die Möglichkeit, den Film zu schauen, geht wieder weg, aber man zahlt halt nicht ganz so viel. Ist vielleicht eine nette Gelegenheit für all jene, die jetzt auf den physischen Release, auf die Blu-ray oder DVD warten und sich der Film in der Zwischenzeit irgendwie Lust bekommen, sich der Film nochmal anzusehen. Muss man nicht gleich den ganzen Film kaufen, digital, sondern kann ihn sich für den geringeren Preis einfach ausleihen und dann einmal nochmal anschauen. Und ja, was den physischen Release Blu-ray DVD angeht, der sollte ungefähr mit Anfang August dann da sein. Also da müssen wir jetzt noch ein, zwei Monate. Ich glaube, der 11. steht für Deutschland in der Pipeline. Genau, ja, aber das könnte noch ein bisschen hin und her wechseln. Aber es müsste auf jeden Fall Anfang August sein. In den USA ist es der 8., wenn mich nicht alles täuscht. Sollte ja. Also ja, könnte ich den Film jetzt einfach nochmal ausleihen, nochmal anschauen. Und für alle, die warten mögen, es dauert nicht mehr allzu lange. Also so ein bisschen 1,5 Monate noch ungefähr. Und wir bleiben an der Stelle ein bisschen animiert und machen weiter mit Sonic Prime. Denn anlässlich zum 31. Geburtstag des Blauen Igels hat Netflix ein paar neue Artworks veröffentlicht zu Sonic Prime. Nämlich ein Sneak Peek an oder darauf, wie Sonic Prime oder Sonic in Sonic Prime ein bisschen Leben eingehaucht wurde. Und hier gibt es ein paar Artworks zu sehen von unserem blauen Lieblingsigel und wie er dann in der Show halt aussehen wird. Und das Model sieht sehr cool aus. Es basiert auf dem Sonic Unleashed Model, glaube ich, müsste es sein, von 2008? 7? 8? Ja, also so in dem Dreh rum wurde das Artwork damals veröffentlicht. Unleashed kam natürlich 2008, aber das Artwork natürlich ein bisschen vorher. Ja. Aber dem wurde ein echt netter Kniff gegeben. Zum Beispiel mag ich das, wie man das Fell irgendwie oben sieht. Die Felltextur dieses Model sieht echt gut aus. Ja, gefällt mir. Und in dem Twitter-Thread, den wir euch unten verlinkt haben, also auf YouTube unten und in dem News-Beitrag, wenn er dann mal kommt, auch natürlich, gibt es noch ein paar Bonus-Skizzen von Sonics Designentwicklung sozusagen, wo wir, glaube ich, sogar Super Sonic sehen. Ja, yep, tatsächlich. Also ich gehe stark davon aus, das soll Super Sonic sein, ja. Yep. Ja, alles andere wäre ein bisschen komisch. Mhm. Ich meine, er hat gelbe Blitze und einen gelben Körper und naja. Ja, so der Stacheln stehen leichter rum. Genau. Und also, Artwork Nummer 3 da drauf ist übrigens das Lost World Artwork, falls es dir nicht aufgefallen ist. Stimmt. Das sind mir tatsächlich schon ein bisschen bekannt vorgekommen, aber ich habe jetzt nicht zuordnen können. Wow. Ah ja. Und Artwork. Ja, sieht check aus. Sieht echt toll aus und ich freue mich sehr auf die Serie. Es ist toll, einfach mal in der Sonic-Serie so einen relativ akkuraten Videospiel-Sonic zu bekommen. Haben wir jetzt tatsächlich noch nicht wirklich gehabt. Also ja, und sehr gespannt drauf. Wir bleiben aber bei Dingen, die hübsch aussehen und machen weiter mit den Comics. Und hier allen voran mit einem neuen Cover. Genau, wir haben ein neues Cover und zwar ist es das Cover A von Ausgabe Nummer 53. Also das ist noch ein bisschen paar gute Monate in der Zukunft. Aber dieses Cover gibt uns schon einen guten Einblick, was in der Story im Inneren passiert. Nämlich, man sieht Whisper, die Wölfin, wie sie mit Surge kämpft. Und zwar einer ziemlich stark elektrisch aufgeladenen Surge. Also es scheint ein ziemlich erbittertes Gefecht zu sein. Man könnte fast sagen, elektrisiert. Ja genau, elektrisierendes Gefecht natürlich. Ha. Gezeichnet wird dieses Artwerk von Mauro von Secker. Der Name kam mir jetzt schon ein bisschen bekannt vor für IDW, auch wenn er jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gezeichnet hat. Aber ich glaube, zumindest ein Cover müsste er schon mal gemacht haben. Bei dem Namen klingt etwas. Und ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Mir gefällt das Cover wirklich gut. Es wirkt durchaus bedrohlich und ich bin schon sehr gespannt, wie die Story im Innern aussehen wird. Und wie die Story im Innern aussehen wird, wissen wir als kleine Überleitung jetzt leider nicht, was Ausgabe 50 aussieht. Denn Ausgabe 50 ist, ich habe es im Vorfeld schon befürchtet, verschoben worden. Ursprünglich hätte es letzte Woche am 22. Juni erscheinen sollen, also am Mittwoch, einen Tag vor Sonics Geburtstag, was sehr passend gewesen wäre. Aber leider ist die Ausgabe jetzt eine Woche nach vorne verschoben worden und sie kommt jetzt diesen Mittwoch heraus. Also am 29. Juni sollte Sonic the Hedgehog Nummer 50 dann für die IDW Comics erscheinen. Es ist eine Ausgabe, wie schon im Vorfeld berichtet, in Doppellänge. Kostet natürlich dementsprechend ein bisschen mehr,
Aber für das große Jubiläum ist es das natürlich auf jeden Fall wert, dass man da eine richtig epische und coole Story hat, die auch ein bisschen länger dauert. Und in dieser Story geht es natürlich hauptsächlich um den Kampf zwischen Sonic und Tails und Serge und Kid, ihre sogenannten Imposter, die von Dr. Starline erschaffen worden sind. Und ja, yeah, das verspricht auf jeden Fall ein ziemlich cooles Gefecht zu werden, auch weil unter anderem Dr. Eggman sich laut dem Preview auch nochmal einleitet, das schon so ein bisschen geteilt worden ist. Und er lädt sich mit dem Egg Emperor aus Sonic Heroes ein. Das könnte ziemlich cool werden. Da bin ich sehr gespannt, wie dieser Kampf zwischen Eggman und Dr. Starline dann im Grunde verlaufen wird. Also ja, ich bin sehr gehypt auf diese Ausgabe und ich freue mich schon sehr stark drauf, dass sie dann am Mittwoch rauskommt und ich sie mir dann bestellen kann. Und sie mir dann wahrscheinlich 2-3 Wochen später erst lesen kann, weil der Import so lange dauert. Meh. Tja, das wird mich ja nerven. Ja, ein bisschen, aber das ist es wert. Es ist nach wie vor wert, ich kann warten. Und werde in der Zwischenzeit hoffentlich nicht den Spoiler ertrinken. Mal schauen. Ich kann auch warten, zum Glück. Ja, du wartest doch eine gute Weile länger wie ich, glaube ich. Aber gut, soweit zu den Comics. Kommen wir zu unserer letzten News. Und die allseits beliebte Frage, wo ist Big? Gut versteckt diesmal tatsächlich. Ich habe ein bisschen gebraucht. Echt? Ja. Ich habe irgendwie überall hingeschaut, nur nicht auf dieser Stelle. Ich habe ihn ziemlich schnell da oben entdeckt, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie auf alles geschaut. Ich meine, ich war aufgelenkt. Das sieht alles so verdammt lecker aus. Die Eiscreme, ja, und der Cheeseburger und die Torte. Die Rede ist natürlich von einem neuen Spezialartwork aus dem japanischen Sonic Channel. Und auf diesem Artwork sind Sonic und Sonic und Chip im Fokus. Ja, Big ist auch noch da, aber er ist nicht der Fokus. Was ich wundervoll finde, weil ich liebe Chip. Chip ist so ein cutes, kleines Biest. Ja. Oh mein Gott, ich will ihn knuddeln und lieb haben. Okay, ja. Beide sind in Apotos und Sonic scheint sogar gerade ein Selfie zu machen. Während Sonic ein Chili-Dog isst mit Schleife, ich hoffe, die nimmt er vorher noch ab, bevor er sich das Ding in den Mund schiebt. Yep. Mit Absicht so formuliert natürlich, hat Chip ein riesiges Eis, ein Chocolate Chip Sunday Supreme. Ganz genau, ja. Auch mit einer Schleife, von der ich hoffe, dass er sie abnimmt. Mhm. Also die Schleife ist essbar, das kann ja theoretisch auch sein. Ja, gut. Und im Hintergrund steht noch ein kleines Törtchen mit 2 Kerzen. Ja, was Sonic heißt das nur? Sonic Unleashed 2. Oh mein Gott. Nee, ich wollte jetzt eher sagen, oh, Sonic ist erst 2 Jahre alt, aber jetzt passt sogar noch besser. Ja. Yeah. Sonic Unleashed 2. Die Kerzen 2 sind blau und. David, die Kerzen sind blau und lila. Oh, so wie Sonic und Chip. Na, ich habe jetzt eigentlich eher an den Werehog gedacht, aber. Der Werehog ist lila. So Sonic und der Werehog, also nicht direkt der Werehog, aber die Dark Gaia-Kräfte sind lila. Okay, das stimmt allerdings. Oh mein Gott, Sonic, sie haben Sonic Unleashed 2 bestätigt. Ich fasse es nicht. Endlich. Zuerst gehört auf spinnish.de. Wir warten schon so lange. Oh, jetzt bin ich glücklich. Bitte versaut es nicht. Ganz ehrlich, steht aber Sonic Unleashed 2 im Stil von Sonic Frontiers vor, so mit einer gewissen Open World, verschiedenen Regionen. Oh, das ist ein kleiner Traum. Oh, stell dir mal Sonic Unleashed 2 vor, wenn Sonic Team es nicht verhunzt. Ja, das wäre noch schönerer Gedanke. Aber ja, ich finde dieses Artwork natürlich wunderhübsch. Ja, tolles Geburtstagsartwork. Und wahrscheinlich wird es auch das Folgenbild sein, weil es einfach passend ist. Und jetzt haben wir den News-Rückblick an sich durch. Genau, ja. Und jetzt kommen wir dann zum unangenehmen Teil dieses Podcasts. Oh mein Gott. Also mehr oder weniger unangenehm, ja. Es wird schon unangenehm. Ja, ich meine, natürlich. Denn Sonic Origins ist natürlich da und Sonic Origins ist etwas, worauf ich persönlich mich sehr gefreut habe, gerade weil wir endlich Sonic 3 Knuckles in einer verbesserten Version spielen können. Oh ja. Und Soundtrack sei mal dahingestellt, dass der ersetzt wurde, ist schade, keine Frage. Aber ich würde gerne, leider muss ich diese Diskussion so einleiten, weil das Erste ist, was ich von diesem Spiel erlebt habe. Und zwar, ich habe Freitag angefangen, es zu spielen und das Spiel war buchstäblich. Und das sage ich nicht ohne weiteres. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es eigentlich nicht mag, wenn man etwas als unspielbar bezeichnet. Aber Sonic Origins war für mich unspielbar. Ich habe es ja auf der Xbox Series X gespielt. Und erstmal, wenn ich das Spiel starte, bis zum normalen Startscreen komme ich.
dann, wenn es dahin geht, die Insel, also das entsprechende Einzelspiel auszuwählen, da ist das Spiel einfach stehen geblieben. Die Musik lief aber weiter. Ja, ich habe tatsächlich dein Video gesehen, was du rausgetweetet hast. Das war ein sehr seltsamer Fehler. Das übrigens jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gestartet habe. Und Fun Fact, als ich Sonic 1 dann irgendwie mal durchgespielt habe, die Cutscene kam und es zurück ins Menü gegangen ist, selber Fehler. Wow. Ich musste das Spiel immer dutzende Male neu starten, bevor ich das weiterspielen konnte. Zusätzlich ist es noch andauernd gecrashed. Also ich konnte kaum 10 Minuten spielen, ohne dass mir dieses Spiel abgestürzt ist. Und das war alles in allem eine wirklich, wirklich furchtbare Erfahrung. Und ich habe da gesessen. Ich war richtig, richtig wütend einfach, wie man das so auf den Markt schmeißen kann. Wie sich herausgestellt hat, war ich mit dem Problem aber relativ alleine. Also ja, sowohl Switch als auch Xbox One X, als auch PS4, als auch PS5. Von da habe ich keine Berichte gehört. Von mir aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis, aus der Community, sonst was. Mhm. Auf Twitter gelesen habe ich jetzt mit Absicht nicht so viel, weil ich halt nicht wegen der Cutscenes gespoilert werden wollte. Aber so aus unserer Community kam das Signal, dass die anderen Versionen eigentlich liefen. Ja, also kann ich von mir berichten. Bei mir hat sich das Spiel ganz regulär starten lassen und ich habe ganz normal auch spielen können. Ne? Da habe ich jetzt absolut keine Probleme gehabt. Aber das war für mich am Freitag wirklich grauenvoll. Ja, das klingt auf jeden Fall frustrierend. Ich habe es dann am Samstag einmal deinstalliert, neu installiert. Das Problem mit dem Menü habe ich immer noch, aber die Crashes sind wenigstens weg. Also mittlerweile hat sich das Problem mit dem Menü auch gegessen. Ich weiß nicht warum. Aber ja, das war ungeil. Ja, weil Patch ist keiner gekommen, soweit ich weiß. Bis dato noch nicht. Nee. Und das war halt so mein Ersteindruck von Sonic Origins. Und da hatte ich David am Freitagabend dann auch geschrieben, so, ich habe nichts Positives über dieses Spiel zu sagen. Absolut gar nichts. Ja. Weil ich war einfach nur mega enttäuscht, wie man es schaffen kann, eine Collection aus 5, 30 Jahre alten Spielen so auf den Markt zu werfen. Ja. Und das sind ja auch bei weitem nicht die einzigen Probleme. Es gibt eine Vielzahl an Bugs, die jetzt, gut, dem Otto-Normalspieler wird vieles davon, glaube ich, gar nicht so sehr auffallen. Oder vielleicht begegnet man mal einem oder zweien. Teils. Also, was ich jetzt, man kann halt Pech haben, sagen wir es so. Genau, also was ich jetzt halt im Grunde aus meinen Durchgängen von Sonic 1, 2 und CD berichten kann, die habe ich bis jetzt schon per Story-Modus gespielt und mir persönlich sind jetzt keine großartigen Probleme aufgefallen, bis auf die Tatsache, dass der Drop-Dash in Sonic 1, 2 und CD nicht ideal umgesetzt wurde, ich sag's mal. Der ist absolut broken. Also besonders in Sonic 1 ist er völlig kaputt. Ja, also basically, wenn man den Drop-Dash macht und danach springt, ist das Momentum ziemlich stark gesperrt, also man hat fast keine Kontrolle mehr über Sonic und das hat mich nicht nur einmal wirklich fast das Leben gekostet, weil ich irgendwie runtergesenkt bin, wo ich absolut nicht runter wollte. Und was mir allerdings bei Sonic 2 aufgefallen ist und was mich so extrem gestört hat, also das ist tatsächlich der Glitch, der Bug, der mir richtig auf die Nerven gegangen ist einfach Tails. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel mit Tails kaputt ist. Aber Tails hat in Sonic 2 die seltsame Tendenz, einfach außerhalb vom Screen zu verweilen. Also er folgt Sonic nicht ständig und er respawnt nicht ständig, sondern er bleibt irgendwo im Level hängen. Und man hört ihn die ganze Zeit springen. Und man hört ihn die ganze Zeit springen. Also als ob er irgendwie versuchen würde, irgendwo rauszuspringen. Und du hast einfach ständig diesen Sprungsound im Hinterkopf. Und Tails selbst ist irgendwie für das ganze Level irgendwie abwesend. Also ich habe teilweise Level gespielt, da war fast das ganze Level einfach nicht mehr bei Sonic, weil er irgendwo einfach hängen geblieben ist. Und das war nie in irgendeiner Form ein Problem vorher mit Sonic 2. Ich kann jetzt nicht über die Mobile-Version berichten, weil ich die nicht gespielt habe und die Sonic Origins-Version basiert ja auf Sonic the Hedgehog 2 Remastered. Also ich weiß nicht, ob das bei Mobile auch so extrem war. Ich glaube aber nicht. Das hätte man mitgekriegt, glaube ich. Aber das ist mir so auf die Nerven gegangen mit der Zeit. Und das ist dringend etwas, was nochmal gepatcht werden muss, weil es ist mir literally jedes zweite Level passiert. Das war jetzt nicht etwas, was jetzt einem zweimal im ganzen Durchgang passiert ist, sondern basically in jedem zweiten Level war Tails irgendwie außerhalb von der Begrenzung, von der Kamera und hat den Sprungknopf gespammt und hat im Grunde mich die ganze Zeit mit diesen Sounds genervt. Ständig.
Und ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hab den Sprungsound irgendwann einfach nicht mehr gehört. Na, also keine Ahnung. Das ist eben dadurch, dass der Sprungsound auch so ein bisschen ein gewisser schriller Sound ist, das fällt mir einfach auf. Ich bin da ein bisschen empfindlich, was solche Geräusche angeht, glaube ich. Und das hat mich wirklich stark genervt. Das ging also, mir aber, wie gesagt, ich werde 2 auf der Art nicht nochmal durchspielen und ich hoffe, dass das dringend gepatcht wird. Sonst schaue ich mir irgendwie nochmal die PlayStation 2 Version raus, wenn ich es nochmal Bock habe oder die Steam Version. Wenn du sie besitzt? Ja, die habe ich. Habe ich extra draufgestellt, dass ich mir die ganzen Versionen auf dem PC hole, bevor sie dann runtergenommen worden sind. Ansonsten Glitches, mir sind halt einige aufgefallen. Ich kann dir das ja parallel immer mal ein bisschen schicken. Also fangen wir mal mit Sonic 1 an. Den Dropdash hast du schon erwähnt. Ja, genau. Der ist halt völlig kaputt. Die Steuerung sperrt komplett, wenn man den Dropdash macht und dann springt. Man verliert quasi sämtliches Momentum und hat dann einfach eine fixe Geschwindigkeit. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Sehr, sehr komisch. Also der Dropdash ist suboptimal umgesetzt. Und soweit ich das beurteilen kann, ist der nur in Sonic 3 und Knuckles umgesetzt, richtig gut umgesetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihn da Leute gemacht haben, die verstehen, wie er funktioniert. Genau, Headcanon basically haben ja Sonic the Hedgehog 3 Knuckles Remastered gemacht und da den Dropdash wahrscheinlich gleichzeitig in der Entwicklung schon integriert, weil bei Sonic the Hedgehog 1, 2 und CD Remastered hat es den Dropdash damals ja noch nicht gegeben. Das hat, glaube ich, überhaupt nichts damit zu tun, an welchem Punkt der Entwicklung der Dropdash noch integriert wird. Aber wer ihn integriert hat? Damals ja. Also jetzt war es noch Headcanon für Sonic 3 und Knuckles, weil die haben das direkt von Media genommen und dann wahrscheinlich da einfach reinprogrammiert. War wahrscheinlich nicht so schwer für sie. Und bei Sonic 1, 2 und CD war es wahrscheinlich Sonic Team, die das im Nachhinein noch reinprogrammiert haben und da muss irgendwas schiefgegangen sein. Ist jetzt meine Spekulation einmal. Würde ich auch sagen. Also ich habe halt einfach den Eindruck, dass Sonic Team und da ziehe ich auch Forces mit so ein bisschen rein. Sonic Team weiß nicht, glaube ich, nicht so richtig, was mit dem Dropdash anzufangen, mögen aber das Konzept, aber wissen halt nicht, wie jetzt funktionieren sollte. Das ist so das Gefühl einfach, was ich habe. Ich kann damit vollkommen falsch liegen, keine Frage. Kann jetzt böse sein und sagen, dass sich das nicht nur auf den Dropdash bezieht, sondern allgemein auf Classic Sonic Gameplay. Dass Sonic Team einfach keinen Plan von Classic Sonic Gameplay hat. Ja, soweit wollte ich jetzt halt nicht gehen, aber mir ist es halt spezifisch beim Dropdash jetzt aufgefallen, dass der einfach nicht so funktioniert, wie er es in Mania getan hat. Und entsprechend verhält er sich nicht so, wie er sich verhalten sollte, außer eben in weiten Teilen von Sonic 3 Knuckles. Da ist es halt auch nicht immer sauber, aber meistens. Mhm. Und das finde ich schade. Ist schade, ja. Weil da macht sich einfach so ein bisschen gewisser Abgrund zwischen den einzelnen Spielen auf, der eigentlich nicht sein müsste. Wo du einfach sagst, ein Feature, was jetzt in Sonic 3 Knuckles wirklich super funktioniert, funktioniert plötzlich in den früheren Teilen nicht mehr so gut. Und das ist einfach seltsam. Vor allem bei einem Feature wie dem Dropdash, der im Nachhinein ins Spiel reingekommen ist. Bleiben wir noch mal kurz beim Dropdash. Mit den Bugs mache ich danach weiter, weil eine Sache zum Dropdash muss ich noch erwähnen. Und das ist, dass ich finde, dass er Sonic CD mehr schadet, als Gutes bringt. Okay. Also vor allem dem, wie Sonic CDs öffentliche Wahrnehmung ist. Weil der Dropdash hebelt alles, was das Leveldesign von Sonic CD so cool macht, komplett aus. Weil das Level-Design ist darauf ausgelegt, dass du ständig im Prinzip das ganze Level vor und zurück traversieren kannst. An jedem Punkt sagen, ich muss jetzt zurück, weil da war eine Stelle, wo ich in der Zeit reisen kann. Wo ich lange genug diese Geschwindigkeit aufrechterhalte, um in der Zeit reisen zu können. Mit dem Dropdash musst du einfach nur noch springen, Dropdash, einfach vor und zurück, fertig. Ja, man kann das. Also den Dropdash kann man ziemlich gut auch für Zeitreise im Grunde verwenden, für eine relativ leichte Zeitreise. Das heißt, dieser ganze Level-Design-Aspekt von Sonic CD, das ganze Level-Design ist für die Tonne jetzt. Und jetzt kann ich, also an dieser Stelle kann ich Leute auch verstehen, die sagen, hä, das Level-Design ist voll doof, das ist halt, ich renne da in 5 Sekunden durch das Level. Ja, aber das Level ist halt darauf ausgelegt, dass du immer zurückgehen kannst, um halt beispielsweise die Collectibles zu suchen, wofür du in der Zeit reisen musst. Mhm. So dieses Zeitreise-Element ist ja Kern von Sonic CD und dafür musst du eben bestimmte Levelabschnitte
dir raussuchen. Die sind sogar extra, es gibt ja Maps, wo die extra gekennzeichnet sind, wo du dann in der Zeit am besten reisen kannst und sowas. Das, ich weiß nicht, der Drop-Tash hat es kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Also ich habe mich jetzt nicht groß gesehen, dass ich jetzt in Sonic CD viel gemacht habe, außer stumpf durch die Levels zu rennen. Und das finde ich schade, ja, weil Sonic CD ist von den Classic Sonic-Spielen mein Zweitlieblingsteil. Starkes Statement, ich weiß, aber ich bin kein großer Fan von Sonic 1. Also Sonic 1 mag ich halt wirklich. Ich auch nicht. Also gar nicht. Das ist mir zu klobig. Origins habe ich das nochmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich Sonic 1 mag, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, die Scrap Brain Zone kann ja wohl mal absolut sterben gehen. Holy shit, ich hasse sie. Na, Scrap Brain geht noch, aber die Labyrinth Zone ist einfach, ist ein extremer Drag. Also Labyrinth und Marvel Zone, die, keine Ahnung. Wie oft ich in der Scrap Brain Zone gestorben bin, einfach. Und damit meine aber ich ja nicht die Labyrinth Zone Akt 4, also sprich Scrap Brain 3, sondern Scrap Brain 1 besonders. Ich habe nämlich immer den unteren Pfad nehmen wollen und der ist eine absolute Hölle. Was habe ich da getan? Ich habe irgendwann einfach den oberen Pfad genommen und war so, hör, das ist ja einfach. Aber davon ab, wie gesagt, ich finde, der Drop Dash hilft Sonic CD nicht und macht das Spiel mehr kaputt, als dass es irgendwie dem Spiel gut tut, meiner Meinung nach. Kommt drauf an, natürlich auch, wie man das Spiel spielt, ja. So wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan vom Erkundungsaspekt von Sonic CD. Ich habe mit Sonic CD meinen meisten Spaß, wenn ich einfach durch die Levels durchzische, als wäre es ein klassisches Sonic-Spiel. Und ja, aber dafür brauchst du ja auch den Drop Dash nicht. Man braucht ihn nicht, aber es ist schon ein bisschen nett, ihn zu haben, weil man doch irgendwie schneller Momentum wieder aufbauen kann, anstatt dass man jetzt langsam den Spinner startet oder jetzt langsam den Super Peelout macht. Mit dem Drop Dash ist man ein bisschen flexibler, kommt mir vor. Jetzt müssen wir aber mal wieder ein neues Fass aufmachen, David. Oh, okay. Spin Dash oder Super Peelout? Also ich selbst bevorzuge den Spin Dash, muss ich sagen. Der Super Peelout ist verdammt cool. Und er sieht Warum cool hast aus, du eigentlich aber nur falsche Meinungen? Aber ich mag das Finish einfach. Das Finish ist klassisch, das Finish ist nett, weil man einfach... Der Super Peelout ist irgendwie 12-mal schneller. Ist er, yeah, aber dafür ist man offen. Das ist das Problem. Also wenn du mit vor einem Gegner steht, rast man mit rein. Warum machst du den Super Peelout dann einfach nicht als Rolle? Ja, kann man, natürlich. Also die Rolle kann man dann auch natürlich noch machen, aber es dauert halt ein bisschen. Nein, du kannst einfach nach unten drücken und den Super Peelout aufladen. Kann man? Ja, das ist quasi wie der Spin Dash, nur du hältst den Button halt gedrückt. Oder nennt sich der vielleicht anders, aber es ist im Prinzip die gleiche Fähigkeit. Okay, das muss ich tatsächlich mal probieren, weil auf die Art habe ich das noch nicht getan. Ich habe gedacht, es gibt einfach einen Super Peelout, mit dem man einfach geradeaus mit Sonic extrem schnell nach vorne rasen kann. Und den Spin Dash, der ein bisschen langsamer ist, aber Sonic halt... Warte, es kann sein, dass er anders heißt, wenn man ihn als Rolle macht. Das will ich gar nicht sagen. Hey, das kann halt sehr, sehr, sehr gut sein. Auf die Art habe ich es tatsächlich noch nicht probiert, muss ich mal machen. Spin Attack ist das in rollender Form. Ah, okay. Also sagt zumindest Wikipedia. Ah. Gut, das hab ich ein bisschen jetzt verdröselt, aber am Ende ist die Funktionsweise gleich, nur das eine ist Rolle, das andere nicht. Okay, na cool. Also, jetzt, wo du das weißt, dass man ihn auch als Rolle machen kann, Spin Dash oder Spin Attack? Ah, in dem Fall ist Spin Attack, weil die ist dann durchaus ein bisschen schneller, glaube ich. Oder nee, warte, das ist nicht die Spin Attack. Das war jetzt zu schnell gelesen. Keine Ahnung, also ich habe bis jetzt nur zwischen Super Peelout und halt Spin Dash unterschieden. Sonic CD. Ich hätte gerne irgendwo ein... warte, Sonic Retro hat das doch bestimmt. Na, dieses Mal, wenn ich den Super Peelout verwendet habe, habe ich irgendwie vom Level Design aufs Maul gekriegt, also keine Ahnung. Ich bin oh mein Gott, oder heißt das auch Spin Dash? Vielleicht ist es genau das gleiche. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur Spin Dash und halt Super Peelout gehabt. Ja, ich habe es halt immer Super Peelout genannt, weil es ja per se kein Spin Dash ist, weil den Spin Dash machst du ja anders. Aber ich kann dir garantieren, weil ich benutze das halt immer so, es funktioniert mit, ich könnte jetzt das Spiel eigentlich anmachen, weil es müsste ja im Menü stehen. Na? Man kann das ja auswählen, welches man haben möchte. Ja, aber... Was man erstmal suchen muss. Also ich musste auch für die Soundtrack-Wahl ein bisschen suchen. Ja, stimmt. Also der Soundtrack, tatsächlich kleiner Pro-Trip, den habe ich schon im Discord geteilt. Wenn man nur den Story-Modus spielt, dann ist der Soundtrack von Sonic CD gelockt. Also
bei mir war es so, ich habe jetzt im Grunde den Story-Modus gespielt, Sonic 1 durchgespielt und dann Sonic 2D gestartet. Und dann hat Instant in Pantry Panic Act 1 der amerikanische Soundtrack gespielt. Und ich persönlich präferiere den japanischen Soundtrack, deswegen habe ich jetzt geschaut, okay, kann man das irgendwie vielleicht ändern oder ist das im Story-Modus jetzt einfach so, dass der Soundtrack default der amerikanische ist und man muss halt damit leben? Ah ne, man kann es ändern, indem man einfach Sonic CD auswählt, dann bei Sonic CD in den Einstellungen den präferierten Soundtrack umändert und diese Änderung wird dann auch für den Story-Modus übernommen. Es ist ein bisschen umständlich, dass man da extra das Spiel einzeln starten muss und ins Menü reingehen muss, aber könnte schlimmer sein tatsächlich. Es lässt sich ändern und dann habe ich Sonic CD auch im Story-Modus mit dem japanischen Soundtrack spielen können. Du willst mir jetzt also sagen, dass du den japanischen Soundtrack bevorzugst? Ja, will ich tatsächlich. Ich mag den amerikanischen Soundtrack nicht ungern. Nein, ich verarsche dich nur. Ich mag den japanischen Soundtrack auch wesentlich mehr. Ja, also der japanische Soundtrack mag ich jetzt nicht ungern, aber er gibt dem Spiel halt irgendwie einen komplett unterschiedlichen Vibe. Eher so düster, ein bisschen melancholisch, atmosphärisch. Ist auf jeden Fall auch ein guter Soundtrack. Ich will den nicht schlecht reden. Aber für den Vibe, den ich bezeugt hätte, bevorzuge, gefällt mir der japanische Soundtrack einfach besser. Also der Bad Future Soundtrack ist halt durch die Reihe weg ultra geil. Ja, der ist so cool. So, warte, ich habe meine Switch gerade einfach mal rausgeholt. Und okay, das Ding heißt auch Spin Dash. Ah, okay. Also man kann wählen zwischen Spin Dash Genesis, das ist dann der von Sonic 2. Und zwischen Spin Dash Original, und das ist der in Sonic CD vorhanden ist, wo man den Button gedrückt halten muss. Aha. Ich entschuldige mich für die Bezeichnung cool. Super Peel Out, ich habe es nur irgendwie immer so genannt. Ja. Weil, wie gesagt, die Funktionsweise ist halt anders. Zwei Spinne-Schaden gibt tatsächlich, okay. Ja, wie gesagt, das ist halt, du drückst das Steuerkreuz nach unten und hältst dann A gedrückt. Mhm. Das ist für mich halt Super Peel-Out, aber der Super Peel-Out ist ja dann nur nach oben drücken scheinbar. Ja, also hätten wir Fasti hier gehabt, hätte er es gewusst. Ja, yes, Fasti hätte uns wahrscheinlich gut helfen können, gerade aktuell. Der kennt sich das definitiv aus. Oh ja, also ich kenne das Spinnisch nur durch Spammen. Ich spam halt immer den Knopf und lass dann los. Mit Häuten habe ich jetzt tatsächlich keine Erfahrung gemacht bis jetzt. Ich musste mich auch dran gewöhnen damals zum 2011er Release, aber ich habe schnell den originalen Sonic CD Spindash lieben gelernt. Mhm. Also der hat schon seine Vorzüge, gerade weil er halt super schnell ist. Ja. Und weiß ich nicht, dadurch sitzt mein Timing bei den Stages, also ich habe ja auch viele Speedruns gemacht, sitzt einfach besser. Okay, ja. Aber gut, das war jetzt ein bisschen Abschweifen vom Eigentlichen. Machen wir weiter mit Bugs. Ja. Yeah. Sonic 1, Scrap Brain Zone. Da gibt es ja, wie auch in Sonic CD beispielsweise, diese Rollen, wo du mit Sonic draufspringen kannst, Geschwindigkeit aufbauen und dann nach oben springen. Yep. War es schon immer so, dass du nach dem Sprung teilweise unfassbar schnell das Momentum verloren hast? Kann ich mich nicht hundertprozentig erinnern, also ich, wenn er ist, aber... Ich schicke dir einfach parallel mal ein Video, was ich aufgenommen habe. Du kannst ja mal reinschauen. Dann weißt du halt, was ich meine, weil ich springe halt, obwohl ich sehr viel Tempo aufgebaut habe. Na? Und das Momentum ist quasi instant weg, dass ich überhaupt nicht hoch genug komme. Nee, das fühlt sich auf jeden Fall falsch an, tatsächlich. Und ich war mir nicht so, als ob das so vorgesehen ist. Ich war mir halt legit unsicher, ob das damals schon so war oder nicht. Und ich war zu faul, das zu testen, seien wir ehrlich, weil ich auch alle Achievements holen wollte. Ja. Dazu komme ich dann noch. Aber ja, dann einmal das. Dann, wie gesagt, die ständigen Hacker im Hauptmenü, die mich halt sehr viele Nerven gekostet haben. Ja, das Hauptmenü, also ich kann jetzt nicht auf der Switch von Abstürzen berichten, aber was ich auf jeden Fall berichten kann, ist, wenn man im Hauptmenü jetzt die Inselkamera benutzt, die in der Deluxe-Version dabei ist, die ich mir natürlich geholt habe als Fan, Regret, wenn man da die Inselkamera benutzt und versucht irgendwie an die Insel ranzuzoomen, erstens mal, man kann nur zoomen und rauszoomen, also man kann nicht irgendwie die Insel drehen und sich irgendwie verschiedene Locations ansehen, das habe ich irgendwie so ein bisschen gehofft, aber nope. Die Inselkamera ist statisch. Aber man kann auch nach links und rechts wenigstens. Natürlich, das kann man. Also ich wollte gerade sagen, das hatte ich nämlich auf der Xbox doch getestet. Ja, genau, das kann man schon. Also man kann zumindest so ein bisschen die ganzen Character Models betrachten. Was mir auf der Switch allerdings aufgefallen ist, dass es extrem heftig laggt.
Also es ist echt, also die Framerate geht komplett in die Knie, wenn ich da versuche, irgendwie näher ranzuzoomen. Und es ist extrem langsam, dass man irgendwie noch links und rechts wandern kann, einfach weil die Framerate komplett am Arsch ist. Und ich weiß nicht warum. Das sind einfach nur ein paar Character Models auf so einer Willkommen Statik. in der Hedgehog Engine 2. Ja, yeah, die sind halt, die Charaktere sind natürlich ein bisschen animiert, sie machen so witzige Posen und Zeugs, aber das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum das so extrem die Framerate komplett einbrechen lässt. Und Ich probiere es wirklich. aber gerade so krass, bricht es gar nicht ein bei mir. Auch auf der Switch. Ja? Okay, weil ich, wie ich es damals getestet habe, die Framerate war wirklich komplett im Eimer bei mir. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade im Handheld-Modus. Welche Insel hast denn du getestet? Ah, so war ich wahrscheinlich gerade auf. Du bist eigentlich. Soll ich der Hedgehog 1 gewesen sein, wo ich das bei mir Okay. angeschaltet habe? Ich glaube, das war 1. Also, die Kamerabewegung ist durchaus ein bisschen laggy, ganz, ganz leicht, aber ansonsten merke ich nicht groß Framerate-Einbrüche. Okay, interessant. Aber ich habe das Spiel jetzt auch komplett clean gestartet. Na? Da lief es bei mir an der Xbox auch noch. Das fing erst an, nachdem ich Sonic 1 das erste Mal anhatte. Okay, ja. Da keine Ahnung. Also bei mir, wie ich das probiert habe, hat es wirklich so extrem gelaggt, dass ich mir gedacht habe, ja, nope, bye. Keine Lust drauf. Und ein Kumpel von mir, der es auch auf der Switch hat, hat das Gleiche berichtet. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es irgendwie nur blöd erwischt. Oder Ich, wir haben das Spiel einfach schon eine gute Weile laufen lassen und dann hat sich wie gesagt, einfach. das Laggen an der Xbox fing bei mir auch erst an, nachdem ich es das erste Mal schon mal anhatte und dann nochmal geschlossen hatte. Ja, keine Ahnung. Ah ja, alles in allem ist die Inselkamera ziemlich underwhelming, auch wenn die Lag-Probleme jetzt tatsächlich nicht bestehen würden. Aber die Aber Inseln sind trotzdem hübsch. der Typ, ja, das passt. Ich wünschte mir, So. man hätte ein bisschen drehen können und ein bisschen näher erforschen Ja. können. Ja, für die, die es nicht wissen, gerade am PC haben einige Spieler, da hat auch Shadow the Human von unserem Discord-Server darüber berichtet, Probleme im Hauptmenü, dass es sehr, sehr laggt. Das liegt vermutlich an der Hedgehog Engine 2, die auch von Sonic Forces genutzt wird. Sprich, Na? wenn Sonic Forces bei euch auf dem PC schlecht lief, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Hauptmenü von Sonic Origins auch nicht unbedingt ruckelfrei laufen wird. Aber Ja. das sollte sich in den einzelnen Spielen dann verbessern. Also nicht verzagen, weil das Hauptmenü laggt. Der Rest sollte eigentlich funktionieren, weil da kommt dann die Retro-Engineer zum Einsatz. Ja. Wobei es trotzdem irgendwie ein kleines Armutszeugnis ist, dass das Hauptmenü selbst schon so extrem laggy ist. Bei gewissen Versionen natürlich. Dann die Frage: Sonic the Hedgehog 2, Metropolis Zone. Oh, die Zahnräder. Oh mein Die Gott. Zahnräder, ja. Die Zahnräder. Was ist mit diesen Zahnrädern passiert? Also, Weil ich habe dir genau noch das. ein Video geschickt. Ich hing da an diesem Zahnrad einfach. Ja. Sonic ist nicht aus seiner Ballform rausgegangen. Ich hing da fest. Und dann haben mich die Zahnräder einfach in die Lava geschleudert. Ich war tot. Ich konnte nichts mehr Ja, tun. also die Zahnräder fühlen sich auf jeden Fall auch nicht richtig an. Absolut nicht. Irgendwas ist da auch schiefgegangen, glaube ich. Gut, das lag also nicht an mir. Nö, das ist mir stellenweise auch passiert, dass ich einfach an diesem Zahnrad festgehangen bin in Ballform und mich einfach nicht mehr bewegen habe können, dass Sonic irgendwie einfach fast draufgeklebt ist. Und ja, Ja. das habe ich auch mit dem Kumpel besprochen, ob ihm das auch passiert ist und der hat auch gesagt, ja, Zahnräder haben sich extrem seltsam gefühlt. Dann, und das ist, glaube ich, kein Sonic Origins Problem, aber du kennst ja die Bonus-Stages aus Sonic 3 Knuckles, diese Casino-Bonus-Stages, Ja, natürlich. wo man halt den einarmigen Banditen hat. Ich habe es dort geschafft, Out of Bounds zu klippen. Ja. Ich habe dir das Video mal auch nochmal geschickt. Ja, das habe ich sogar schon gesehen. Das fand ich einfach, keine Ahnung. Ich hing da an der Seite, bin gesprungen, plötzlich war ich außen. Dummerweise bin ich dann auf ein Goal-Teil gefallen. Direkt, was ein bisschen schade war. Aber ich war halt so, was? Wie? What happened? Aber fand ich durchaus witzig. Das kann aber durchaus auch schon in der Originalversion drin gewesen sein, theoretisch. Weiter Sonic 3 Knuckles, wo ich auch nicht weiß, ob das im Original schon drin war oder nicht. Wollte ich eigentlich nochmal verifizieren, aber ich habe es vergessen. In der Hidden Palace Zone, wenn man zu Super bzw. Hypersonic wird, in meinem Fall war es Hypersonic, und dann gegen Knuckles so kämpft und den Kampf beendet, bleibt die Kamera einfach stehen und man kommt nicht weiter. Also, Okay, ja. man sieht die Explosion, Knuckles läuft halt dann auch weg, weil,
ja, Robotnik will ja dann die Emeralds, den Master Emerald klauen, aber ja, man selbst hängt halt fest. Ja, yeah. Also ich habe direkt rein, Knuckles noch nicht angefangen jetzt, ich kann dort leider keine Erfahrungsberichte davon selbst beisteuern, aber von dem Glitch habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, wie ich es gelesen habe. Ja. Es also gibt ich ja zum Beispiel halt auch sicher, so einen, ob das damals da war oder nicht. Ah, es gibt ja auch so einen seltsamen Kamera-Glitch, könnte man sagen, in der Icecap Zone, wenn man Supersonic, ja. Sonic benutzt. Wobei, damals geht ja, da geht ja erst Supersonic. Und zwar geht es in dem Level, dass mit Supersonic, dass man einfach in die Boss-Arena reinkommt, in Act 2, aber die Kapsel, also die Prison Egg-Kapsel, wo die ganzen Tiere drin sind, die sieht man schon ganz leicht am Rand und man kann auch schon draufspringen mit Supersonic und kann basically den Kampf überspringen und das ist definitiv nicht intendiert. Aber ich finde das schon witzig. Also das ist so einer der Bugs, wo ich sage, okay, der kann bleiben. Ich meine, ich hoffe schon, dass es patchen, weil es doch ein bisschen weird ist, dass man mit Supersonic einfach den Boss überspringen kann. Wobei es auch eigentlich egal ist, weil mit Supersonic macht man den Boss eh innerhalb von 10 Sekunden wahrscheinlich platt. Also man verliert jetzt nicht so viel. Aber es ist schon seltsam. Da scheint irgendwie was mit der Kamera nicht ganz funktioniert zu haben. Und aber ausschließlich mit Supersonic, wie gesagt. Das passiert nicht, ja. Wenn man normal als Sonic in den Bosskampf reinrennt. Und dann halt noch eine Sache mit den Rhino-Bots aus Sonic 3 auf Angel Island. Das ist definitiv etwas, was, glaube ich, in jeder Spielversion auftreten kann. Aber ich fand es einfach unfassbar lustig. Oh ja. Ich glaube, du hast es auch gesehen. Der ist bei mir einfach auf einer kaputtgehbaren Brücke gewesen. Ich bin auf die Brücke gelaufen, Brücke ist kaputt gegangen, er ist ins Wasser gefallen. Und dann ist er irgendwie an einer Ecke, hat er sich übel festgebackt, hat er den Spaß seines Lebens gehabt. Weil er halt übel so hin und her gezittert hat. Ich verlinke die Videos, über die wir jetzt hier reden, von meinen Glitches, die ich gefunden habe, verlinke ich auch in den Weblinks zum Nachlesen. Findet ihr auf jeden Fall auf YouTube in der Beschreibung unten. Und ja, dann ist er auf die andere Seite gegangen und hat sich da direkt wieder festgeglitscht. Ich glaube, die Dinger sind einfach nicht dazu gemacht, ins Wasser zu fallen. Ja, yeah, glaube ich nicht. Ich glaube, vorgesehen. Es gibt auch Achievements, wo man einen der Gegner aus den ersten Zonen irgendwie 10-mal besiegen muss oder sowas. In dem Fall waren es auch die Rhinobots. Und dieses Achievement für die Rhinobots ist auf Xbox-Konsolen teilweise verbuggt. Das ist halt einfach nicht unlocked. Das Problem haben nicht alle. Fasti zum Beispiel hat es nicht. Ich hatte es. Und auf einschlägigen Achievement-Seiten, wie zum Beispiel True Achievement, wo es halt Guides für Achievements und sowas gibt, gab es auch Berichte darüber, dass einige das Problem hatten, dass das Achievement halt einfach nicht gepoppt ist. Hier als Tipp, ich habe auf der Series X, wie gesagt, gespielt. Fasti auf der Xbox One X. Er hat es nicht. Ich hatte es. Bei mir hat es im No-Save-Modus von Sonic 3 & Knuckles geklappt, dass das Achievement dann unlocked wurde. Okay. Also, falls da jemand Probleme hat, vielleicht ist das ein Test wert. Dass verbuggte Achievements auftreten, das ist halt nichts Neues. Es ist auch kein Sega-Problem unbedingt. Passiert halt, ist nur ärgerlich für Leute, die dann eben alle Achievements holen wollen. Oder die das komplette Sonic-Franchise auf der Xbox auf 100% haben, mit Ausnahme von Sonic Adventure 2, weil sie keinen Bock haben, da so viel Zeit rein zu investieren. Ja. Hashtag ich. aber ja, das wäre so die Bug-Geschichte von Sonic Origins. Es gibt noch viel, viel mehr, was andere Fans gefunden haben. Ja. So viel, dass sogar Headcanon sich zu Wort gemeldet hat. Ah ja. Also Stealth persönlich im Namen seines Teams, wo es darum ging, also er hat einen längeren Twitter-Thread gemacht. Er gibt weder Sonic-Team die Schuld an irgendwas, noch Sega an sich, sondern mehr den Higher-Ups bei Sega. Ja, also im Management im Grunde. Es gab Probleme mit dem Sonic 3 Knuckles-Bild, den sie an Sega gegeben haben. Sie mussten ihn abgeben, weil Zeit. Ja. Sie haben über die Probleme berichtet, aber keine Zeit bekommen, sie zu korrigieren. Und viele dieser Bugs haben auch was mit der Integration in die Collection zu tun. Die sind dann erst aufgetreten. Als Standalone hat das wohl noch funktioniert, wenn ich das richtig
richtig sehe. Ja, ich habe sowas formuliert. Also die ganze, also Teil der Bugs ist sicher auch der Sonic Origins Collection an sich geschuldet. Dass die Spiele halt alle zusammengeworfen sind mit dem Menü und allem. Er impliziert auch sehr stark, dass es starken Crunch gab. Dass sie aber, also dass es da er und sein Team vorher wussten, dass es diesen Crunch geben wird. Ja, yeah, also und ist jetzt nur Spekulation meinerseits, aber Origins wirkt echt so, als wäre es innerhalb von einem Jahr schnell zusammengeworfen worden. Ja, sie haben es halt angekündigt. Ja, yeah. Ich gehe mal stark davon aus, bei der Ankündigung hat das Spiel in dieser Form noch nicht wirklich existiert. Ich gehe davon aus, dass die Entwickler bei der Ankündigung von dem Spiel erfahren haben. Oder das, ja. Also zumindest wird es einige Probleme erklären, die mit ein bisschen Zeit definitiv ausgemerzt werden hätten können. Und er hat auch geschrieben, dass er und sein Team haben sich selbst im Prinzip ein bisschen frei übersetzt. Sie haben sich den Arsch abgearbeitet dafür. Mhm. Also, we worked ourselves into the ground to meet it, just so this would even be made and released. Mhm. Also, sie haben sich den Arsch dafür aufgerissen, dass das rechtzeitig da ist und überhaupt gemacht werden, released werden kann. Ja. Er übernimmt die Verantwortung für sich und sein Team und für die Fehler, die durch sich und sein Team entstanden sind. Und es gab halt ein paar, die sie gemeldet haben, aber sie haben keine Zeit bekommen, es zu fixen. Mhm. Was steht hier noch? It's absolutely not perfect and some of it is from us. It's complicated. Also, es ist nicht perfekt und ein bisschen was davon kam von ihnen, aber es ist sehr kompliziert, die ganze Geschichte. Natürlich, ja, ist es wahrscheinlich immer in solchen Sachen. Und er sagt auch, dass, also er nennt den Entwicklungsprozess als such pressure, also als so ein Druck, und dass jeder von ihnen eigentlich sehr, sehr unglücklich mit dem Status von Origins ist. Und auch der Sonic 3-Komponente. Und ein paar, ja, das meiste war einfach außerhalb der Kontrolle des Teams. Sorry, ich übersetze das gerade so ein bisschen on the fly. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen stockig. Das tut mir leid. Mhm. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, im Prinzip das Ende vom Lied ist er wollte jetzt, weil es ein bisschen Konfusion gab darüber, ob es da einen anderen Bild gab, der genutzt wurde, anstelle von dem, der eingereicht wurde. Das ist nicht der Fall. Mhm. Er wollte nur damit sagen, dass es einige große Modifikationen zu dem Bild gab, den sie eingereicht haben, der dann für Origins genommen wurde. Also das Sonic Team da selbst nochmal auch einiges noch verändert hat im Nachhinein. Genau. Und was halt aus diesem ganzen Statement hervorgeht, den kompletten Thread verlinke ich euch auch noch, den Twitter-Thread, ist einfach, dass die Higher-Ups bei Sega im Prinzip gesagt haben, das Ding kommt am 23. raus, fertig. Wenn ihr das nicht schafft, dann kommt es trotzdem raus. Macht das Ding also fertig. Und ich glaube, Headcanon erwähnt in diesem Twitter-Thread auch, dass er bis jetzt sein Team noch nicht kontaktiert worden ist für Arbeiten nachträglich am Spiel, also um vielleicht nur ein paar Bugs und ein paar Probleme zu fixen. Also dass er bis zumindest zum Zeitpunkt dieses Twitter-Threads noch nichts davon gehört hat von Sega, dass er nochmal für dieses Projekt herangezogen wird. Und es ist schon eine ziemlich heftige Aussage, dass einer der Hauptentwickler da jetzt im Grunde auf Twitter raufgeht und einfach öffentlich teilt, was mit einem Projekt jetzt eigentlich alles schiefgegangen ist intern. Weil üblich würde ich jetzt nicht sagen, dass sowas ist, dass jetzt einfach einer Entwickler hergeht und den anderen Entwickler so ein bisschen unter den Bus wirft. Natürlich in diesem Fall vollkommen legitim. Sega scheint ihn wirklich nicht gut behandelt zu haben und scheint die Probleme, die sie aufgezeigt haben, auch komplett ignoriert zu haben. Das ist auf jeden Fall keine gute Art. Ich bin froh, dass Dave da hergegangen ist und die Lage geklärt hat. Mhm. Aber beide kleine Befürchtung ist jetzt einfach, dass Sega in ihrem üblichen Stolz, man kennt es, Sega ist ein extrem stolzes Unternehmen, ein extrem arrogantes Unternehmen, dass sie das jetzt irgendwie so als persönlichen Angriff auffassen und basically jedwede Arbeiten mit Headcanon unterbrechen für die Zukunft, auch was jetzt eventuelle Bugfixes angeht. Die Headcanon übrigens, das muss ich kurz einwerfen, nicht ausgeschlossen hat, unter den richtigen Konditionen. Also, die freuen sich gerne, wenn sie wieder beauftragt werden für Zusammenarbeit. Mhm.
Aber ja, es müssen halt die richtigen Konditionen sein. Ja. Yep. Aber ja, es ist einfach ein sehr starkes Statement, dass Headcanon, dass Dave da wirklich hergeht und sagt, hey, das sind die Probleme mit Origins. Für ein paar waren wir verantwortlich, aber für ein paar waren definitiv Sega verantwortlich. Und ja, ich finde es gut, dass es gesagt worden ist, dass wir einfach die Klarheit haben. Es ist was, was definitiv gesagt werden muss, wenn Sega sich wirklich so mies wieder verhalten hat im Sinne von Sonic Origins. Aber es ist halt, es wäre halt blöd, wenn wir jetzt als Spieler darunter leiden würden, dass die Brücke jetzt einfach irreparabel ist zwischen Headcanon und Sega und jetzt im Grunde das Spiel einfach begraben wird und keine Bugfixes mehr kommen. Aber wie gesagt, es ist vielleicht ein notwendiges Übel, dass einfach trotzdem Dave Wort erheben hat müssen, weil das wird die Sache, dass jetzt Origins so kritisiert wird, wird wahrscheinlich auch seinen Ruf so ein bisschen nach unten ziehen und den Ruf von seinem Entwicklerstudio natürlich. Ja. Und dem wollte er wahrscheinlich einfach entgegenwirken, was ja vollkommen verständlich ist. Also was ich halt an der ganzen Geschichte einfach nicht nachvollziehen kann, ist, wie ist das Ding so auf den Markt gekommen? Und mal wieder ist das das Problem. Ich bin mich an Sonic Colors Ultimate erinnert, ja, das zum Launch auch sehr viele gravierende Probleme gehabt hat. Auch aus dem Grund, dass Sega dem Entwicklerstudio nicht die nötige Zeit und die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Und das einzig Gute mit Sonic Colors Ultimate ist der Fall, dass es im Nachhinein wirklich relativ gut nochmal gepatcht worden ist und das Spiel jetzt um einiges besser dasteht, als es zum Launch dargestanden ist. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch mit Origins der Fall sein wird, dass Sega da wirklich nochmal was reinsteckt und das Projekt nicht einfach begräbt, weil es sind einige gravierende Fehler drin, die unbedingt nochmal behandelt werden müssen. Das ist einfach so. Also ich bin einfach unfassbar enttäuscht, muss ich sagen. Ja, es ist wieder dieselbe Leier einfach. Yep. Ja, ich weiß nicht, ich habe langsam wieder angefangen, durch ein paar Interviews etc. zu denken, okay, ich schreibe Frontiers noch nicht komplett ab, dann wird eine Collection aus 30 Jahre alten Spielen so in den Sand gesetzt, wo ich mir dann wieder denke, okay, ich sehe für Frontiers absolut schwarz. Ja. Yeah, also und das ist etwas, was mich nervt. Ich will für Frontiers nicht schwarz sehen, aber alle Zeichen stehen dazu, dass das ein absolut gigantisches Shitfest wird gerade. Ja, yeah, es ist einfach, es steht einfach wieder ein Zeichen darauf, dass Sega das Sonic-Franchise immer noch nicht mit der Mühe behandelt, mit den Ressourcen behandelt, die Franchise einfach brauchen würde. Und das bezieht sich nicht jetzt nur auf einen einzigen Release wahrscheinlich, sondern ist ein Problem, das Sonic schon eine gute Weile verfolgt und wie man an Origins und Colors Ultimate sieht, auch noch weiterhin verfolgt. Und das könnte sich natürlich auch auf Frontiers ausweiten, wenn Sega irgendwie nicht die nötige Zeit nicht gibt, nicht die nötigen Ressourcen gibt, weil sie irgendwie der Meinung sagen, sind Sonic ist das alles nicht wert, aus welchen Gründen auch immer, dann yeah, dann könnte uns mit Frontiers ein weiteres Problem bevorstellen. Ich habe einfach immer mehr das Gefühl, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, wie wir sie bei Pokémon haben, dass die Spiele ein Mittel zum Zweck sind, damit die Fans irgendwie ruhig gestellt sind, aber es mehr um die anderen Multimedia-Sachen geht, weil es spielt halt mehr Geld ein. Verständlicherweise. Ja. Ich meine, ja, Sonic hat sich gerade im Laufe der letzten Jahre immer mehr zu einer Multimedia-Franchise entwickelt. Gerade auch dadurch, dass der Kinofilm jetzt wirklich ein ziemlich großer Erfolg gewesen ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Sega so ein bisschen eher in diese Richtung schaut und die Spiele vielleicht so ein bisschen vernachlässigt, was ironisch ist, weil Sonic ist letztendlich nur zu einer Multimedia-Franchise geworden, eben weil die Spiele so einen großen Impact gehabt haben. Ja gut, Pokémon damit ja meine ich auch. Jetzt nicht nur die Classic-Spiele, sondern auch die Modern-Spiele teilweise. Und ja, natürlich, das ist eine ähnliche Situation mit Pokémon, aber es ist also ich finde es einfach sehr schade, wie diese Collection jetzt halt auf dem Markt steht, weil, keine Ahnung, ich lese nicht so unheimlich viele positive Stimmen darüber. Mhm. Und ich als jemand, der den Preis lange verteidigt hat, diese 45 Euro, die wir jetzt bezahlt haben für die Deluxe Edition, ich finde den Preis nicht mehr gerechtfertigt. Naja, mit den ganzen Problemen, die da jetzt im Grunde im Nachhinein aufgekommen sind mit der Collection. Ja, da ist es tatsächlich ein bisschen heftig, dafür 45 Euro, also fast den Vollpreis zu verlangen. Aber jetzt haben wir das ganze Negative weg. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen über was Positives reden, oder? Ja,
Könnte man schon sagen. Also, ich habe mittlerweile alle Achievements im Spiel geholt. Sprich, ich habe alle Spiele durchgespielt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Sonic 3 Knuckles gehabt. Also, besonders mit Sonic 3 Knuckles, weil, keine Ahnung, das wollte ich schon immer mal wieder spielen, aber ich dachte mir, ach, vielleicht kommt ja noch der 16:9 Release. Und ich war überrascht, wie viel irgendwie noch drin geblieben ist. Also, ich hatte ursprünglich den Plan, okay, ich sammle da die Chaos Emeralds, alle sieben, damit ich halt die Doomsday Zone machen kann. Und ja, plötzlich hatte ich alle Super Emeralds in der Zandopolis Zone und war dann so, also cool. Mir fehlte nach Mushroom Hill genau einer noch, einer der Super Emeralds. Ich habe fast alle Portale in Mushroom Hill einfach so gefunden, weil ich mir dachte, hey, Moment, der Platz kommt mir bekannt vor. Zum Portal musste ich noch nur einmal da nach oben oder so. Mhm. Und dass das halt so krass hängen geblieben ist, hat mich wirklich überrascht. Und dann habe ich natürlich die Doomsday Zone mit Hypersonic gemacht. Gott, ich liebe dieses Finale. Ja, yep. So cool. Die Releases von Sonic 1 und 2. Also Sonic 2 ist im Kern, finde ich, zu einfach. Das Enemy Placement hingegen ist absolut grauenvoll, gerade in der Metropolis Zone. Ah ja, Metropolis Zone ist ziemlich heftig. Und die Death X Zone darf bitte einmal sterben gehen. Danke. Ja, oder zumindest mal nicht den Ring zu haben. Danke. Also, Silver Sonic war okay. Silver Sonic kriege ich halt in 20 Sekunden. Silver Sonic kann man extrem schnell schießen, wenn man einfach weiß, wie. Ich hätte nur gerne danach einen Speicherpunkt, bitte, damit ich ihn nicht immer wieder machen muss, wenn ich immer wieder beim Death Egg Robo sterbe. Ja. Den Death Egg Robo habe ich dann irgendwann so gemacht, der fliegt ja irgendwann hoch, dann kommt er runter, ich bin am anderen Ende vom Bildschirm idealerweise, dann schießt er seine Arme, dann fliegt er wieder hoch, dann kommt er nochmal runter, beugt sich nach vorne und genau da mache ich ihm einmal Schaden und dann läuft er wieder zur Mitte, fliegt wieder hoch. Also das hat mich 7 Minuten gekostet. Aber ich war also einfach... Ich habe genau die gleiche Strategie gemacht, nur habe ich bei der ersten Ladung auch schon eine raufgehauen und bin dann davon gerannt. Also da war ich zu zaghaft, ich wollte nicht von den Armen getroffen werden, weil das war buchstäblich das Letzte, was mir fehlte von allen Spielen, abgesehen von diesem 10 Rhinobots-Erfolg. Mhm. Ich musste nur noch diese Zone fertig spielen und ich hatte da einfach keinen Bock mehr und war dann so, okay, ich bin jetzt einfach hardcore vorsichtig und mach das Ding fertig. Ja, klar. Ja, aber ansonsten Sonic 2, wie gesagt, im Kern zu leicht. Ich bin versehentlich in der Hidden Palace Zone gelandet. Ich hab's tatsächlich getan. Ich wusste halt, wo sie ist und wie man reinkommt, aber ich wollte eigentlich nicht runter. Ich wollte die Mystic Cave Zone, den Boss spielen. Ja, und dann war ich halt plötzlich da unten und dann war ich da bei diesem Hidden Palace Zone Boss und war so, wie? Ich musste mir ein YouTube-Video anschauen, damit ich verstehe, wie dieser Boss funktioniert. Ja, Kontext, also ich persönlich habe den Boss vorher nicht spielen können, weil ich Sonic the Hedgehog 2 Remastered nie gehabt habe, dadurch, dass ich auf den Moment rausgekommen ist. Hab ihn auch nicht gemacht. Wahrscheinlich auch nicht, ja. Ergo war die Hidden Palace Zone für mich ein komplett neues Erlebnis. Ein cooles Erlebnis, aber der Boss hat mich auch erstmal mit einem Fragezeichen zurückgelassen am Anfang. Ich habe ihn halt am Anfang irgendwie einmal treffen können. Ja genau, wenn er hochgeht, dann kann man ihn einmal schon treffen, aber danach eben nicht mehr, weil er ständig wirklich gut ausweicht. Ja, und dann dich trifft mit dem Feuer. Ja, eben. Und eigentlich ist dieses Feuer ja der Anhaltspunkt, wie man ihn besiegen muss. Weil man sieht ja, okay, da kommt eine Wasserfontäne. Klar, aber ich bin nicht drauf gekommen ohne ein YouTube-Video. Ja, vor allem, weil die Möglichkeit, wie Eggman von der Wasserfontäne getroffen wird, ist extrem klein. Also du hast ein sehr kleines Fenster. Wenn Eggman irgendwie im Nachhinein in die Wasserfontäne fliegt, passiert gar nichts, sondern er muss wirklich... Das Feuer unter dem Eggmobil muss wirklich direkt getroffen werden von der Fontäne. Und dadurch ist es auch jetzt nicht was, wo man irgendwie zufällig ganz leicht drüber stolpert, wie man den Boss dann wirklich schaffen kann. Da kann aber ich nicht sehen, dass wir erstmal Video geschaut haben oder die kurz was. Die Anhaltspunkte sind halt da. Es ist halt einfach da, mal was anderes als der typische Hau drauf Boss. Das finde ich schon eigentlich fair. Ja, irgendwie ist der Boss zu clever für den Sonic 2 Boss, kommt mir vor. Weil man wirklich eine gewisse Strategie verwenden muss, um ihn irgendwie zu öffnen, den Boss, während man die ganzen anderen Bosse aus dem Spiel eigentlich ständig wegbonken kann, eigentlich. Ohne große Fehler. Ja, außer halt Death X Zone, ne? Ja, natürlich. Also halt der Finalboss, aber selbst den kann man theoretisch ständig angreifen, solange man es schafft, nicht in die Stacheln zu kommen. Man muss jetzt nicht irgendeine überkomplizierte Strategie machen. Ja, ansonsten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich liebe Sonic CD. Das hat sich damals 2011 sehr in mein Herz gegraben.
Und ich weiß nicht mal warum. Ich mochte es am Anfang nämlich überhaupt nicht. Aber dann, damals gab es. Das braucht ein bisschen. Man muss es erst verstehen, bevor man es irgendwie schätzen lernt, kommt mir vor. Ja, das ist aber immer so eine schwierige Aussage. Also ich sage das ganz genauso. So, man mag Sonic CD nicht, wenn man das Level-Design nicht versteht. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die das Level-Design nicht verstehen und Sonic CD, die das Level-Design verstehen und Sonic CD trotzdem hassen, keine Frage. Ja, das hängt ganz davon ab, ob man jetzt so einen Erkundungsaspekt für ein Sonic-Spiel gerne mag oder ob man lieber einfach kreuz und quer durch die Gegend zischt, um ums Ziel zu erreichen. Aber beim 2011er Release, als ich da dann alle Erfolge geholt habe und erstmal dann verstanden habe, wie dieses Spiel aufgebaut ist und wie das Good Future, Bad Future Ding überhaupt funktioniert und alles, da war das dann wirklich so, oh mein Gott, das ist cool. Ich liebe auch die Special Stages in Sonic CD. Also in nicht 60 FPS könnte ich sie mir nicht vorstellen. Ja, tatsächlich. Das war damals, glaube ich, etwas kritisch auf dem Mega CD. Mhm. Aber jetzt in der neuen Version machen die Special Stages echt viel Spaß. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, der Drop Dash nimmt Sonic CD das, was Sonic CD besonders macht, nämlich das Level-Design. Weil man das Level-Design, auf das ist man nicht mehr angewiesen. Man muss nicht mehr die gute Zukunft erreichen für irgendwie Achievements oder sowas. Das ist dann maximal eigener Ansporn, wenn man das halt machen will. Ja, ich finde das einfach schade. So Sonic CD wurde ein bisschen in dem Release dem genommen, was es besonders macht. Klar, wenn man jetzt sagt, ich möchte das gerne, hier gute Zukunft in allen Levels und sowas, ist es überhaupt kein Ding, kann man machen. Aber das Spiel, also Sonic Origins, sagt einem jetzt nicht unbedingt, ja, mach das mal. So, es hat halt im Prinzip keinen Einfluss. Klar, die Endcutscene, die erste Endcutscene von Sonic CD ist eine andere dann, aber die zweite ist halt identisch, wo es dann zum Übergang zu Sonic 2 geht. Ja. Und wir haben jetzt die absolute Bestätigung, dass Sonic CD zwischen Sonic 1 und Sonic 2 liegt. Ja, genau. Also mehr bestätigt geht echt nicht mehr. Wie es schon von vielen erwartet worden ist und wie es auch richtig ist wahrscheinlich. Was sagst du nochmal vielleicht abschließend zu Sonic CD? Ja, also Sonic CD ist durchaus ein sehr faszinierendes Classic-Spiel. Es ist jetzt wahrscheinlich neben Sonic 1 mein am wenigsten gemochtes Classic-Sonic-Spiel, weil ja, Sonic the Hedgehog 2 und Sonic 3 und Knuckles sind einfach ganz besondere Spiele, die ich nochmal ein bisschen lieber habe. Einfach, weil sie meinen persönlichen Geschmack für ein Sonic-Spiel besser treffen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Erkundungsaspekt von Sonic CD. Aber trotzdem, Sonic CD ist auf jeden Fall ganz regulär gut spielbar und man kann das Spiel auch wirklich gut spielen, wenn man jetzt einfach sagt, okay, man gibt im Grunde keinen Scheiß auf das perfekte Ende. Man will einfach nur durch die Zones durchrasen. Und da macht das Spiel auch durchaus Spaß. Ich habe definitiv meinen Spaß gehabt. Und ja, es ist auf jeden Fall um einiges besser wie Sonic 1, aber das ist nicht schwierig, weil Sonic 1 ist für mich der Tiefpunkt der ganzen Classic-Sonic-Spiele. Leider, ja. Auch verständlich, weil es war das erste und sie haben halt viel experimentiert und dann zum Glück die Sachen, die gut funktioniert haben, für die Nachfolger verwendet. Aber ja, es ist wirklich ein tolles Spiel. Es hat einen Kick-Ass-Soundtrack. Sonic CD hat wahrscheinlich mein Lieblings-Classic-Sonic-Soundtrack, wahrscheinlich mit ziemlich großem Abstand. Und Tutut Sonic Warrior. Tutut Sonic Warrior und Sonic Boom. Das war doch im 2011er-Release, glaube ich, nicht mit drin, oder? Ja, stimmt. Also die Vocal-Tracks von Sonic CD haben sie tatsächlich von der japanischen Version wieder mit eingefügt. Das finde ich schön. Also die waren halt nicht drinne damals. Da lief halt Sonic Boom, glaube ich, auch als Opening. Mhm. Aber Tutut Sonic Warrior ist sehr, sehr cool. Und ich habe jetzt zum ersten Mal erfahren, dass es das Menu-Theme ist. Ja. Yeah. Und ja, generell, der Soundtrack, der kickt einfach. Ja. Yeah. Da sind halt auch so viele Vocals drin. Wenn ich so an den Endboss-Soundtrack denke, mit diesem Operngesang im Hintergrund. Ja, oh. Yeah, dem Nights-Track, ja. Ja, Sonic 1 sind wir ja beide nicht so die größten Fans. Nicht wirklich, ne. Also ich bin dankbar für das Spiel, was es für die Reihe gemacht hat und inwiefern es die Reihe dann aufgebaut hat. Aber es zu spielen ist einfach so ein Drag. Starlight Zone ist aber tatsächlich eine meiner Lieblings-Classic-Sonic-Stages. Ich habe das Gefühl, dass die Zonen im ersten Sonic ein bisschen falsch angeordnet sind. Ja. Yeah. Also die Starlight Zone, Schwierigkeitsgrad technisch, ist das definitiv mehr Zone 2 als Zone 5? Mhm. Ich glaube, 5 war es. Ich glaube, ja. Ah, müsste fast. Oder? Green Hill, Marvel. Es müsste vor Scrap Rain kommen. Ja, genau. Es kommt genau vor Scrap Rain, ja. Ist die 5.
Also, weiß ich nicht. Das scheint irgendwie, in meiner Wahrnehmung ist es zu weit hinten. Ja, da ist irgendwas bei der Logik. Aber das, basically ist das Spiel auch interessant aufgebaut, weil du hast im Grunde eine Geschwindigkeitsstage, dann wieder eine Platforming-Stage, dann wieder Geschwindigkeitsstage, dann Platforming-Stage. Siehst du als Geschwindigkeitsstage? Nein, eben nicht. Wir haben Geschwindigkeits-Pinhill, Geschwindigkeits-Springyard und Geschwindigkeits-Starlight und Labyrinth, Marvel und Scrap Rain sind die Platforming-Stages im Grunde. Ja, aber Springyard ist doch keine Geschwindigkeits-Stage. Würde ich jetzt schon sagen. Ich würde es eher so interpretieren. Sicher, damit diese Fahrstühle nehmen irgendwie 50% des Levels eingefühlt. Ich weiß, die sind nervig. Das hat jetzt nicht so viel mit Geschwindigkeit zu tun. Und außerdem wirst du von den Teilen permanent zerquetscht. Oh ja, das ist so nervig. Ah nee, also wenn man bei Springyard schnell unterwegs ist, dann ist man schnell unterwegs. Das Plattform ist nicht so extrem klobig wie Labyrinth oder Marvel oder Scrap Rain teilweise auch. Aber es hat natürlich auch seine Momente, wo es langsamer geht und das nervt ein bisschen. Aber Springyard ist für mich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, du musst die Zone kennen, um schnell zu sein. Ja? Yeah? Ansonsten wirst du alle 2 Sekunden von irgendwas getroffen. Ja, stimmt. Weil die ganzen Stachelbälle, die da durch die Gegend eiern. Also, hoi. Ja. Ja, und das bringt uns zu Sonic 3, was du ja leider noch nicht gespielt hast. Ja, nee, da kann ich leider noch nicht viel jetzt dazu sagen, was Sonic Origins zumindest angeht. Ich meine, ich liebe Sonic 3 Knuckles, das auf jeden Fall. Ist mein Lieblings-Classic Sonic, aber ich kann jetzt zur Origins-Version zumindest und zu den Glitches und Bugs, die da teilweise auftauchen sollen und auch wieder Drop Dash jetzt integriert ist, dazu kann ich leider noch nicht wirklich was sagen. Also für mich hat Sonic 3 Knuckles am besten funktioniert, da bin ich aber halt auch biased, weil es mein Lieblings-Classic-Title ist. Mhm. Also ich habe bei Sonic 3 Knuckles die wenigsten Spielfehler gefunden. Es gibt aber durchaus einige, die mir auf Twitter über den Weg gelaufen sind. Der Drop Dash funktioniert hier wirklich gut, aber hier waren halt auch die Entwickler am Werk, die den Drop Dash quasi erfunden haben. Ja, yep, genau. Und eine Sache, die ich aber als negativ hier nochmal herausstellen muss, ist der Soundtrack. Ja, ich weiß nicht, was da passiert. Tatsächlich. Bevor jetzt wütende Kommentare kommen, von wegen, sie mussten ihn ja ersetzen, ne. Ja, ich weiß, sie mussten den alten Soundtrack ersetzen, sie konnten ihn nicht nochmal verwenden, das ist okay. Ja, aber wie kann es sein, dass die Remastered-Tracks schlechter klingen als die Prototyp-Tracks? Ja, also. Also ganz besonders Carnival Night klingt in der Remastered-Version so falsch. So als würde es überhaupt nicht in dieses Spiel gehören, was bei der Prototyp-Version anders ist. Es klingt halt einfach so platt, so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es klingt einfach furchtbar. Ja. Wie gesagt, also wie ursprünglich rausgekommen ist, dass Chance Do irgendwie diese ganzen Classic-Tracks neu remastert im Grunde, diese Prototype-Tracks, habe ich schon ziemlich starke Hoffnungen gehabt, weil Chance Do ist an Sonic 3 ursprünglich beschäftigt gewesen, auch am Soundtrack, also 3 und Knuckles. Und da habe ich schon gedacht, dass er in der Lage ist, seine alte Magie da nochmal aufzunehmen. Aber nö, das keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber es klingt eher wie Sonic the Hedgehog 4 als Sonic 3 und Knuckles. Und das ist nicht ideal. Also ich kann voll verstehen, dass die Michael Jackson Tracks für Carnival Night, Ice Cap und Launch Base nicht mehr verwendet werden haben können. Das ist okay. Damit habe ich meinen Frieden gefunden, auch wenn es mir um Ice Cap sehr schade ist. Aber ist es im Carnival Night sehr schade, weil ich mochte diesen sehr weirden Track doch sehr gerne. Aber ja, es, was dann letztendlich dann als Ersatz im Grunde erstellt worden ist, ist einfach seltsam. Es ist einfach so komisch, wie die Qualität von diesen Chance Noe Tracks irgendwie um einiges unter diesen Prototyp-Tracks liegt. Außer Ice Cap, was sich irgendwie relativ identisch zur Prototyp-Version anfühlt und deswegen auch das Beste von diesen neuen Liedern ist. Aber was mit Carnival Night und Launch Base passiert ist, ich habe keine Ahnung und ich finde es sehr enttäuschend, dass diese großartigen Soundtracks, auch diese großartigen Prototyp-Soundtracks derart verhunzt worden sind, könnte man fast sagen. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ja, das sehe ich halt leider ganz genauso. Mhm. Und mir blutet halt ein bisschen das Herz, weil die Prototyp-Version klang halt, wenn auch anders und nicht ganz so, wie wir es halt gewohnt sind. Wir können ja verstehen, dass das mit den Michael Jackson-Tracks, was übrigens Yuji Naka so ganz mal nebenbei auf Twitter jetzt endlich mal absolut bestätigt hat, glaube ich. Ja, genau. Ja, dass die nicht verwendet werden konnten, das ist alles verständlich. Da mussten neue Tracks her.
Aber ich verstehe nicht, warum habt ihr nicht T-Lopes geholt? Der kann das. Ja, John Flower ist an der Gitarre super, aber ich glaube nicht, dass das, dass der Mega Drive Soundchip das richtige Instrument für ihn ist. Sagen wir es so. Ja, gehe ich auch davon aus. Also, keine Ahnung. Es, auf jeden Fall hat er nicht mehr sein, das Talent, was er irgendwie vor 30 Jahren dabei gehabt hat. Und ich mag ihn wirklich gerne, auch für Sonic Soundtracks, auch für moderne Sonic Soundtracks. Seine Arbeit von Team Sonic Racing war super gut, aber was Classic Sonic angeht und Spiele, die so ein bisschen einen Classic Sonic Vibe haben sollten, Forces. Ja, und ich meine, Forces war Otani, das war nicht schade. Ja, aber. Aber ja, es ist keine Ahnung. Irgendwas ist da schiefgegangen, irgendwas hat da nicht funktioniert und das ist echt schade. Aber ich schätze mal, T-Lopes war mit Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge beschäftigt, weil da hat er den kompletten Soundtrack wurde eigenhändig gestemmt, was auch so um die 30 Lieder sind, glaube ich. Mhm. Also schätze ich mal, dass er eher damit beschäftigt war. Großartiges Spiel übrigens, kann ich sehr stark empfehlen. Wobei, ich überlege noch, ob ich es mir hole. Na, also Empfehlung von mir geht raus. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, das mit dem Kumpel durchzuspielen. Wobei T-Lopes war ja an Sonic Origins tatsächlich soundtrackmäßig beteiligt. Er hat nämlich bestätigt, dass er von den animierten Cutscenes die Lieder gemacht hat. Ach so, ja. Also, warum? Ich meine, natürlich sind es doch wieder 6 neue Lieder, die er jetzt nochmal machen hat müssen. Vielleicht war das einfach nicht im Zeitplan mit dabei. Oder vielleicht hat Sega da eher Chance Noel ranlassen wollen, aus Gründen. Weiß man nicht, wie jetzt intern die Gründe dafür lauten. Aber es ist schade, dass er da nicht dafür gefragt worden ist, weil ich glaube, er hat sicher ein bisschen was Besseres hinbekommen. Ja, aber so grundsätzlich, Ice Cap finde ich okay, mit Launch Base kann ich auch irgendwie leben, aber Carnival Night klingt, finde ich, einfach nur falsch. Ja, yeah, das dem Ding ist... Fehlt irgendwie, dem fehlt was. Ja, das Ding ist, ich mag die Michael Jackson Carnival Night Tracks nicht ganz so gerne. Ja, also ich oute mich jetzt als jemand, der die Lieder nicht wirklich leiden kann. Und das ist okay, das ist bei den meisten so. Also viele können damit jetzt anfangen. Ich mag es halt einfach gerne. Ja. Und ich würde trotzdem sagen, gib mir bitte die Originalversion zurück. Ich habe mich eher darauf gefreut, dass wir da jetzt die Prototyp-Version haben, weil ich mag die irgendwie lieber, wie jetzt das, was in Sonic 3 dann die Michael Jackson-Tracks dann wirklich verwendet worden sind. Wenn aber wir wenigstens die Prototyp-Version bekommen hätten. Nicht in dieser Form. Ich will die Originale von Michael Jackson zurück, bitte. Und das hätte ich mir nicht erwartet, dass ich das im Vorfeld jemals sagen würde. Oder halt die originalen Prototyp-Versionen, bitte. Ja, oder die klingen wirklich gut. Die gefallen mir auch. Aber nö. Ja, aber das ist halt auch so, viel mehr Kritik habe ich an Sonic 3 und Knuckles nicht. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Mhm. Wie gesagt, das Finale ist absolut grandios und auch Mania mit einbezogen. Sorry, das Finale von Mania kommt an die Doomsday-Zone auch nicht ran. Ja, würde ich so unterstreichen, tatsächlich. Und ja, weiß ich nicht. Sonic 3 Knuckles war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, das mal wieder durchzuspielen und in 16:9 und 60 FPS zu erleben. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ja, da freue ich mich auch tatsächlich schon sehr darauf, wenn es bei mir dann losgeht. Sollte im Laufe der nächsten Tage der Fall sein. Ich habe den Story-Modus, das muss ich dazu sagen, nicht gespielt. Mhm. Also ich habe die Spiele einzeln gespielt, was mir auch die Möglichkeit gegeben hat zu sagen, nö, ich mache jetzt nicht die Death-X-Zone aus Sonic 2, sondern mach Sonic 3 mit Sonic 3 weiter. Mhm, ja, verständlich. Übrigens, Death-X-Zone aus Sonic 3, beste. Ja. Holy shit, ist die gut. Die ist verdammt gut. Der Mirror-Mode fühlt sich sehr merkwürdig an. Mhm. Also ich habe ihn ausprobiert in allen Spielen mal. Es ist ein cooles Gimmick, aber es fühlt sich einfach merkwürdig an. Ja, ja. Was haben wir sonst noch? Die Missionen reichen von super easy bis heilige Scheiße. Was ist das denn? Da kann ich leider auch noch keine Erfahrungsgerichte bringen, weil Erfahrungsberichte bringen, weil ich habe die auch noch nicht gespielt. Ich würde mir das gerne aufsperren, bis ich die Titel regulär mal im Story-Modus durchgespielt habe. Also die sind teilweise super knackig. Man muss für alle Achievements 10 Stück pro Spiel auf S-Rang bringen. Das ist gut machbar. Damit hat man dann 67%. Also 10 Stück sind 67%. Es gibt nicht so unheimlich viele Missionen. Ja. Das Museum, da sind ein paar wirklich schöne Artworks drin. Mhm. Und natürlich Musikstücke, alles Mögliche. Ja, Musikstücke. Und Sonic Mania Adventures. Hä?
Sonic Mania Adventures. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber das ist komplett da. Genau, Sonic Mania Adventures ist tatsächlich auch in Sonic Origins inkludiert. Ich glaube, wir haben drüber geredet tatsächlich vor 2 Wochen. Ich hab's auch irgendwie im Hinterkopf, aber ich war mir gerade nicht sicher. Aber es sind halt Part 1 bis 6 dabei. Na? Und das finde ich wunderschön. Ist ein echt nettes Extra, ja, finde ich auch toll. Bitte macht das auch für Sonic Frontiers, dass der Prolog damit drauf ist. Mhm. Bitte patcht es bei allen anderen Spielen nach. Ja. Und behaltet es einfach für die Zukunft bei, wenn ihr irgendwie Comics oder kleine Shorts veröffentlicht zu spielen. Bitte packt sie mit in das Spiel rein. Mhm. Dankeschön, das wäre wirklich, wirklich toll. Ja, das wäre cool. Und auch sonst, die animierten Cutscenes, allesamt wunderbar. Ja, liebe sie. So toll animiert. Also allein die Cutscene, die irgendwie vor Sonic 3 startet mit Dr. Eggman und Knuckles in der Hidden Palace und sehr super. Die hat mir sehr gut gefallen. Die Cutscene vor Sonic 2, wo Tails von seinen Freunden geärgert wird, weil er 2 Schwänze hat. Hallo, Sonic Movie Origin Story? Ja, das war schon immer Teil der Backstory, tatsächlich. Von, ja gut, das wusste ich jetzt nicht, aber... So ein bisschen im Hintergrund, aber man hat es halt nie wirklich in irgendeiner Form bildlich gesehen. Und jetzt tatsächlich mit Sonic Origins das erste Mal richtig, wiefern Tails von seinen Bullies da im Grunde gemobbt worden ist und wie Sonic ihn da so ein bisschen davon gerettet hat und Tails da einfach ermutigt wurde, Sonic dann zu folgen. Das war eine sehr süße Szene, ja. Aber es hat keine Cutscene für den Kampf Sonic gegen Knuckles gespielt. Nicht direkt, das war einfach Teil von der Intro-Cutscene, ja. Ja, das finde ich doof. Schade, ja. Also nicht doof, sondern ich finde es schade. Das ist ein bisschen vergeigtes Potenzial. Mhm. Aber gut, ist jetzt nicht so tragisch. Ja, auf jeden Fall sind die Cutscenes echt sehr toll gemacht. Ja. Eine sehr tolle Ergänzung. Ich weiß nicht, ich liebe die Cutscenes von Sonic CD auch, aber die wirken halt dazwischen fast schon etwas deplatziert, leider. Ja, aber es ist schön, dass diese Cutscenes sich hauptsächlich so ein bisschen auf Amy fokussieren. Weil wir haben ja vorher. Nein, ich meine die ursprünglichen Sonic CD-Cutscenes. Oh, natürlich, ja. Also weil ich weiß nicht. Das ist halt ein anderer Stil, die Farbgebung ist deutlich blasser beispielsweise. Ja, natürlich. Sie sind halt auch in 4:3. Das wirkt leider irgendwie so ein bisschen, als würde es nicht mehr ganz dahin gehören. Aber ich liebe diese Cutscenes trotzdem, aber sie sind halt nur so stilistisch anders als. Ja, die neuen, logischerweise, ja. Weil die neuen sind halt keine 30 Jahre alt. Eben, ja. Und ich kann verstehen, dass der Kontrast da ziemlich groß ist von der neuen Intro-Cutscene, wo man da Amy mit ihrem Kartendeck sieht und dann direkt in das originale Intro übergeht von Sonic CD, eben wo Sonic einfach durch die Gegend düst und einfach verdammt cool dabei ist. Klar, ist ein Kontrast, aber ich finde es trotzdem cool, dass Amy so ein bisschen den Fokus bekommen hat in den neuen Cutscenes. Und die alten Cutscenes nach wie vor da sind, wo Sonic dann einfach awesome sein kann. Und mehr haben wir im Spiel, glaube ich, auch nicht, oder? Nicht direkt, nö. Was beim Museumsmodus noch interessant ist, was ich ansprechen wollte, was auch von Fans bemerkt worden ist, ich habe das noch nicht selber nachgeschaut. Im Museumsmodus sind tatsächlich ein paar Songs falsch gelabelt, was dann aufgefallen ist. Ich glaube, das ist unter anderem passiert. Fang nicht mit Hydro City an. Nee, das heißt nicht. Hydro City, David. Nee, so falsch gelabelt, sondern zum Beispiel, ich glaube, bei Sonic Spinball, das Boss-Lied, also das Lied von den Bosskämpfen, ist, glaube ich, irgendwie anders bezeichnet worden. Also hat irgendwie eine andere Bezeichnung gehabt, die im Kontext absolut nicht passt. Also da ist irgendwas vertauscht worden. Und das scheint auch mit dem Lied aus Knuckles Chaotix passiert zu sein. Oder mit ein, zwei Liedern aus Knuckles Chaotix. Okay. Wo einfach das Label falsch war. Aber allgemein ziemlich cool, dass auch Lieder mit dabei sind, abseits jetzt von den klassischen Spielen, dass auch irgendwie Spiele wie Sonic Spinball oder Knuckles Chaotix oder Sonic Racing. Ja, Team Sonic Racing da so ein bisschen den Fokus erhalten haben. Finde ich cool. Und man kann sich tatsächlich auch im Museum selbst so eine Playlist zusammenstellen. Das ist auch irgendwie nett. Aber ja, ansonsten, ja, Museumsmodus ist eine nette kleine Sache mit den ganzen Concept-Artworks und allem Möglichen, was man da auch noch freischalten und kaufen kann. Tatsächlich auch noch ungesehene Concept-Artworks auch mit dabei, ist mir aufgefallen. Ja, aber das wussten wir ja vorher. Genau, ja. Was noch erwähnenswert ist, auf jeden Fall für jedes Spiel funktionieren weiterhin Sound-Select, Level-Select, Debug-Modus etc., die nennen wir es Cheat-Codes von damals. Ja, kann man tatsächlich ziemlich heftig cheaten, auch tatsächlich, weil im Debug-Mode, ich meine, das ist jetzt ein ziemlich fieser Trick, um ganz schnell ganz viele Münzen zu erhalten.
Man kann im Debug-Mode auch diese Kapseln spawnen, die eine Münze geben, also die jetzt im Anniversary-Mode mit Leben ausgetauscht worden sind. Oder umgekehrt, also die Kapseln im Anniversary-Mode sind jetzt mit Münzen ausgetauscht worden, die vorher Leben gegeben haben. Dadurch, dass es im Anniversary-Mode jetzt keine Leben mehr gibt. Und man kann diese Kapseln in Debug-Mode spammen und sich im Grunde unendlich Münzen holen dadurch. Ja, man braucht es aber ehrlicherweise nicht. Man braucht es also, wahrscheinlich nicht, weil man kriegt eh die Münzen sehr gut ausgezahlt. Ich habe jetzt noch 200 Münzen, glaube ich, übrig, nachdem ich alle Achievements gemacht habe, weil durch die Mission, durch die S-Ränge in der Mission, wird man unheimlich mit Münzen zugeschissen. Man bekommt 3 Münzen, wenn man in einem Act oder Special Stage mehr als 10.000 Punkte bekommt. Ja. Yeah. Ja, und sowieso immer, wenn man ein Leben kriegt, kriegt man eine Münze stattdessen. Mhm. Was übrigens sehr cool ist, das war ja ein großer Kritikpunkt von mir, dass die Leben weggefallen sind. Was halt so Feedback an den Spieler, so hey, das hast du gut gemacht, wenn dann der Sound kommt und sowas. Das ist alles weiterhin da. Es ist halt nur jetzt eine Münze ja, statt eines Lebens. Und das finde ich sehr, sehr gut. Dankeschön. Dass das so gemacht wurde. Und während man jene Cheats anhat, sei es jetzt, man startet als Supersonic und sonst was, alle Achievements können weiterhin freigeschaltet werden. Wer es sich also leicht machen möchte, kann einfach den Cheatcode für Starter als Supersonic eingeben und ja, im Prinzip das letzte Level als... Genau, was mir auch noch einfällt, für die Erfolge, dass das letzte, also dass das Spiel durchgespielt ist, reicht es, das letzte Level zu beenden. Heißt, das kann man einfach in der Level Select machen. Okay, ja, natürlich. Also das ist vielleicht so ein paar Tipps. Ich habe es jetzt alles regulär durchgespielt. Dadurch habe ich, Moment, ich kann es mal kurz raussuchen, für alle Achievements 11 Stunden und 22 Minuten gebraucht. Da ist natürlich auch locker eine Stunde bei, ich starte das Spiel die ganze Zeit neu. Aber so ein bisschen über 10 Stunden habe ich jetzt für alle Achievements gebraucht, um dann alle Spiele durchzuspielen. Als durchschnittliche Komplettierungszeit wird auf der Seite, die ich für Achievements benutze, trueachievements.com, 3 bis 4 Stunden angegeben. Also, es geht schon recht flott, wenn man es möchte. Relativ schnell, ja. Da sollte man nicht zu lange damit beschäftigt sein. Ja, und damit, glaube ich, haben wir alles zu Origins gesagt. Ich halte ja, Sonic Origins... Was? Also, das war unser großes Sonic Origins Review eigentlich schon. Ja. Könnte man sagen. Ich halte Sonic Origins für eine kleine Mogelpackung für den Preis, weil einfach das Ding nicht fertig ist. Und das finde ich schade. Ja, yeah, wie gesagt, also an sich, was da ist, gefällt mir wirklich gut. Ich finde die ganzen Remastered-Versionen relativ nett von den ganzen einzelnen Spielen. Sonic 3 und Knuckles pending, weil habe ich nicht gespielt, aber da bin ich relativ optimistisch, dass Headcanon da einen wirklich guten Job gemacht haben. Aber es gibt nach wie vor wirklich große Probleme mit dem Spiel und die sollten nochmal gefixt werden. Und bevor diese Probleme nicht gefixt werden, ist der Preis von 45 Euro für mich tatsächlich auch zu hoch. Also das will ich jetzt nicht großartig anderen Fans empfehlen können. Außer wenn man jetzt wirklich, wirklich nochmal die ganzen klassischen Sonic-Spiele in einem Paket gerne nochmal durchspielen möchte. Du hast eine SMS bekommen. Oder eine WhatsApp-Nachricht oder sonst was. Ich glaube, es war WhatsApp, ja. Handy geht mal ganz leicht nicht. Dem würde ich mich anschließen. Also ich halte 40 beziehungsweise 45 Euro zum derzeitigen Zeitpunkt für zu viel. Ja. Mal schauen. Ganz, ganz einfach, weil das Spiel unfertig auf den Markt gekommen ist und noch so seine Problemchen hat. Mhm. Wäre das jetzt direkt fertig gewesen, hätten wir nicht mit ein paar Problemen zu kämpfen. Und ich möchte dazu nochmal erwähnen, viele Leute haben auch keine nennenswerten Probleme beim Durchspielen. Ich bin jetzt wirklich, glaube ich, schon ein sehr extremer Fall. Aber ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das Ding nicht so rund an, wie ich es mir erhofft habe. Ich meine, wir sprechen hier über eine Collection von 30 Jahre alten Spielen und wir haben gesagt, ja, wie sollen sie denn das versauen? Here we are. Sie haben es tatsächlich irgendwie geschafft. Also ich habe langsam das Gefühl, was Sonic Team anfasst, und ich weiß nicht, ob es Schuld von Sonic Team ist oder irgendwelche firmeninternen Sachen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sobald Sonic Team dran sitzt, wird das Ding nicht rund. Ja. Und da stellt sich dann wieder die Frage, wer ist Sonic Team gerade eigentlich noch?
Also ich glaube, vom Generations-Team ist kaum noch jemand übrig. Ja, nee. Also da gehe ich auch davon aus, dass der Kurs ja schon im Grunde weitergegangen ist. Ironischerweise Richtung Nintendo tatsächlich auch. Also gibt es wirklich ein paar Positionen, die nachverfolgt worden sind, wo Leute, die an Unleashed und Generations gearbeitet haben, im Nachhinein dann an Super Mario Odyssey gearbeitet haben. Also deswegen hat Mario ja auch den Spin Dash geklaut. Ja, genau. Das war's. Genau deswegen. Nein, aber ich kann zum derzeitigen Zeitpunkt für Vollpreis leider keine Empfehlung aussprechen, außer ihr wollt ganz unbedingt die klassischen Sonic-Spiele alle dreimal durchspielen, weil für Sonic 3 Knuckles gibt es keine Alternative, für Sonic CD gibt es keine Alternative mehr. Die einzigen Alternativen, die wir haben für Sonic 1 und 2 sind die Mobile-Ports. Oh, warte, ich glaube, Sonic CD gibt es auch noch Mobile. Ja, genau. Und halt an der Switch die Sega Ages-Version und man kann am 3DS noch die 3D-Version von Sonic 1 und 2 kaufen. Mhm. Ansonsten mangelt es an Alternativen, die Spiele zu spielen. Und das betrifft ganz besonders Sonic 3 Knuckles. Da gibt es einfach keine Alternative, außer ihr kramt euren Mega Drive raus. Oder habt, wo konnte man das noch spielen? Irgendeine die alte Steam-Version. Also die Steam-Version, wenn ihr natürlich im Vorfeld die Steam-Version noch geholt habt, bevor sie dann die Liste das, was man gerade kaufen kann. Ja, ja, jetzt gerade nicht mehr, ja. Ich meine, ja, irgendwelchen alten PlayStation 2 GameCube Collections ist, glaube ich, auch dabei. Ja, aber die muss man halt auch erstmal kriegen, wobei die kriegt man, glaube ich, noch gebraucht. Ich glaube, das letzte außer Steam war wahrscheinlich die DS Collection. Damals die Sonic Classics Collection. Stimmt, ich ja. Für den Nintendo DS. Hab ich sogar. Yep, same. Die Sounds da drin klingen so furchtbar. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also der Ringsound, da will man keine Kopfhörer aufhaben. Mhm. So, aber ich rate aktuell zum Warten, entweder bis es billiger ist oder bis die Probleme behoben sind. Hoffentlich, ja. Also ich drücke stark die Daumen, dass Sega sich da nochmal hinsetzt oder die Teams zumindest was damit machen lässt, dass wir noch ein paar Bugfixes bekommen. Ansonsten hatte ich trotzdem, besonders mit Sonic CD und Sonic 3 Knuckles, viel Spaß. Mhm. Und ja, die einzelnen Spiele sind halt an sich wunderbar, nur eben nicht unbedingt in dieser Collection. Das Gesamtpaket ist irgendwie ein bisschen nicht ideal. Ja, und damit haben wir dann auch die Folge für heute beendet. Ja. Yep. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass wir super euphorisch über Origins sprechen, aber yeah. Sorry, es ist einfach irgendwie noch nicht, ja. Vielleicht mit Glück ein bisschen später, wenn noch Patches nachkommen. Aber aktuell lässt diese Kollektion leider ein bisschen was zu den Wünschen übrig. Mann, ich hab mich wirklich darauf gefreut. Ich auch, ja. Und wirklich gedacht, ja, wie wollen sie das denn versauen? Das kriegt ja selbst Sega nicht versaut. Ja. Erwarte immer weniger. Das hätte man schon mit Sonic Genesis auf den Game Boy Advance irgendwie so merken müssen, dass Sega durchaus auch solche Sachen verhauen kann. Hey, Sonic Genesis auf dem Game Boy Advance möchte ich in einer Game Boy Advance Sonic Collection haben. Genau, als kleines Extra. Wir können ja auch mal dazu sagen, dass Sega aktuell keine Pläne für weitere 2D-Collections hat. Aber ja, je nachdem, wie sich Sonic Origins macht und verkauft, würden sie darüber nachdenken. Ergo, es wird nicht passieren. Weil Sonic Origins macht sich nicht gut und verkauft sich gerade auch wahrscheinlich nicht so gut. Keine Ahnung, ich habe schwer darüber zu spekulieren. Aber wie gesagt, also der erste Eindruck vom Film war nicht so gut. Ich kann mir gut vorstellen, vom dass Film? Die Verkaufszahlen von vielen, nicht von vielen, war nicht so gut. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute so ein bisschen abgeschreckt hat und sich das dann auf den Verkaufszahlen auch auswirkt, wenn es nicht eh schon die ganzen Soundtrack-Änderungen getan haben. Ich habe sehr viele Berichte von Fans gehört, die gesagt haben, nope, sie bleiben bei Sonic 3 und Knuckles auf Steam, weil bei Sonic 3 und Knuckles auf Steam haben sie den originalen Michael Jackson-Soundtrack drin. Und ja, aber jetzt deswegen salty zu sein, finde ich halt unfair allen Beteiligten gegenüber. Ist es, aber ich kann es auch verstehen. In dem Sinn, wenn die Fans jetzt sagen, das ist für sie persönlich ein Dealbreaker mit der Musik. Weil das Musik sind drei Zonen. Ich weiß. Also, sorry, wenn man sich keine andere Version kaufen möchte des Spiels, nur wegen diesen drei oder beziehungsweise sechs Tracks, dann will man das Spiel auch eigentlich nicht haben. Keine Ahnung. Ich kann verstehen, dass das ein Dealbreaker ist, weil Musik ist mir persönlich auch etwas, was extrem wichtig ist in Videospielen. Ja, mir auch, aber das ist kein Dealbreaker in Sonic 3 und Knuckles, aber es ist unfair, das als Dealbreaker zu machen,
weil da niemand bei Sega etwas dafür kann. Und das ist eines der wenigen Punkte, wo ich mein Wort für meine Hand für Sega ins Feuer lege, dass die nichts dafür können. Ja, also dass sie halt wahrscheinlich mehr zahlen hätten müssen, ja. Aber klar, je nachdem, wie viel da die Michael Jackson Foundation oder was auch immer jetzt sind, die ganzen Sachen für ihn verwaltet, verlangt, hängt das natürlich sehr stark davon ab. Naja, beenden wir das heute. Wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir etwas negativ waren und schmelzen. Ja, nach wie vor. Oh, es ist so warm. Und mein Ventilator ist mittlerweile auch nur noch ein Föhn. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, aber auch wenn nicht, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar und schreibt uns, was ihr von Sonic Origins haltet, falls ihr es bereits gekauft habt. Oder was ihr von unseren Punkten haltet, die wir angesprochen haben. Stimmt ihr zu, stimmt ihr nicht zu? Das könnt ihr unter anderem auf YouTube tun, aber auch auf unserem Discord-Server. Link dazu findet ihr auf jeder Plattform unten in der Beschreibung. Yep. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung bei beispielsweise Spotify oder bei Apple Podcasts dalassen. Da freuen wir uns auch immer drüber. Besonders freuen wir uns drüber, wenn es 5 Sterne sind. Sind wir auch gerade noch so mit einverstanden, mit einem Auge zugedrückt. Und wenn ihr uns weniger Sterne geben möchtet, sei euch das freigestellt, aber sagt uns doch dann bitte, was wir besser machen könnten. Dazu könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht unbedingt öffentlich machen möchtet, an godapodcast@gmail.com. Ja. Und ja, ansonsten hoffen wir einfach, dass wir euch nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen. Also hoffentlich nächste Woche, wenn wir bis dahin nicht tot sind. Ja, der Hitzetod. Der Hitzetod. Jetzt habe ich leicht den Faden verloren. Bleibt einfach alle gesund, putzmunter, macht es nicht gut, sondern macht es besser. Joint unserem Discord-Server für Diskussionen aller Art über blaue Igel, die schnell laufen können. Ja. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Habt eine schöne Woche, jo. Bis dann.